Guten Nachmittag oder guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben heute den dritten Vortrag in der Reihe Energiewende. Und nachdem die beiden ersten Vorträge zu Photovoltaik und Batteriespeichern so erfolgreich waren, sehen wir mit großer Zuversicht in die Zukunft und erwarten entsprechend viele Zuhörer heute beziehungsweise anschließend bei den Videoaufzeichnungen. Wir haben heute zwei Vorträge, und zwar einmal ein Vortrag über Elektrolyseure, die von Frau Professor Mechler vorgetragen wird. Sie hat am Max-Planck-Institut in Bochum promoviert, war dann als Postdoc diverse Stellen, zum Beispiel in Montpellier, dann am Forschungszentrum in Jülich und ist seit Mai 2020 Professorin an der RWTH in Aachen. Dann Herr Dr. Teichmann, er hat in Erlangen promoviert an der Technischen Fakultät und er hatte verschiedene Stationen dann in der Industrie, Leoni, McKinsey und BMW. Und ist jetzt CEO von der Firma LHC Technologies, die in Erlangen sitzt und die eine Technik, die Professor Wasserscheid erfunden hat, jetzt in die Vermarktung bringen soll. Und weil ich gerade vorhin nochmal nachgeguckt habe, der Professor Wasserscheid ist ein Aachener Gewächs, der hat also hier promoviert und habilitiert, bevor er nach Erlangen auf den Lehrstuhl gegangen ist. So, wir haben jetzt zwei technische Themen, nämlich Elektrolyseure, deren Effizienzsteigerung von der Frau Mechler auf der einen Seite und von Herrn Dr. Teichmann ein Vortrag über diese LHC-Technik, die den Umgang mit Wasserstoff ungefährlich machen soll. Sie wissen vielleicht aus der Schule, dass Wasserstoff nicht ganz unproblematisch ist beim Transport und bei der Speicherung. Und das soll jetzt durch diese LHC-Technik anders werden. Okay? Damit würde ich jetzt bitten, dass Frau Mechler anfängt mit ihrem Vortrag. Und wir werden die Diskussion am Ende der beiden Vorträge haben. Und legen Sie los. Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte und einen schönen, ja, ich sage jetzt auch einfach mal guten Abend zusammen. Genau, ich freue mich, dass ich heute mal ein paar Eindrücke mitbringen darf, quasi wo Wasserstoff so herkommen kann und was man damit machen kann. Kurzer Hinweis, ich habe einige Folien oder einige Folien können englische Teile enthalten. Ich hoffe, dass das für keinen besonders große Schwierigkeiten ist. Ich werde natürlich alles auf Deutsch vortragen. Das liegt einfach daran, dass unser Alltag häufig auf Englisch stattfindet und deswegen einige meiner Folien einfach noch englische Komponenten enthalten. Okay, ich fange mal damit an, warum wir eigentlich über Wasserstoff sprechen. Und zwar ist das Ganze ziemlich politisch motiviert, weil einfach in den letzten Jahren im Prinzip entschieden wurde, sinnvollerweise entschieden wurde, dass wir hin zu erneuerbaren Energien wollen, dass wir Emissionen von Treibhausgasen reduzieren wollen, also angefangen Paris 2015. Das kennen wir alle, auch die Ziele, dass wir einfach den Klimawandel im Prinzip verlangsamen wollen. Dann auf europäischer und deutscher Ebene insbesondere den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Reduktion eben von, ja, meistens wird CO2 genannt als Treibhausgas und wenn möglich natürlich auch einfach die Reduktion des Energieverbrauchs, was möglicherweise schwierig werden könnte. Und dann auch ganz lokal, also hier im Rheinischen Revier, gerade auch in Jülich und Aachen viel diskutiert, im Prinzip der Strukturwandel, der Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das Jahr ist immer mal ein bisschen verschoben worden, nach vorne, inzwischen eher gerade wieder nach hinten. Aber auf jeden Fall in den nächsten Jahren soll der Kohleabbau stoppen und dann entsprechend auch irgendwann die Kohleverstromung. Und wir wissen natürlich alle, dass wenn wir erneuerbare Energien nutzen wollen, dass wir dann auch Speichermöglichkeiten haben müssen. Da kann Wasserstoff eine Lösung sein und
Auch in Industriezweigen, die im Prinzip CO2 als Ausstoß haben, wird Wasserstoff in vielen Fällen als mögliche Lösung betrachtet. In Deutschland haben wir die große Wasserstoffstrategie, also wissenschaftliche, technisch und wissenschaftliche Leuchtturm- oder Leitprojekte, insbesondere oder hier primär genannt H2 Giga zur Skalierung von Elektrolyseuren, H2 Mare, was auch im Prinzip eine Elektrolyseherstellung ist, aber speziell auf hoher See Wasserstoff und Wasserstofffolgeprodukte und dann halt auch Transheide als, ja, wie können wir den Wasserstoff transportieren, was wir ja dann später noch hören wollen. Im Bereich der Wasserstoffherstellung ist das Ziel, das deutsche Ziel bis 2030 5 Gigawatt Elektrolysekapazität aufzubauen. Und die Aussage ist, naja, so genau wissen wir das noch nicht, aber so um die ein paar hundert Millionen Tonnen Wasserstoff wird Deutschland voraussichtlich brauchen. Das ist so die Annahme, die da getroffen wird. Und ich werde später auch noch mal ein bisschen auf diese Zahlen eingehen, versuchen, die ein bisschen in Relation zu setzen, weil ich finde, da wird immer viel, ja, da kommen große Zahlen, irgendwelche Werte. Was bedeuten die denn eigentlich? Also da gehe ich gleich noch mal drauf an. Zunächst einmal kurz, ja, oder eine der klassischen Motivationen, warum Wasserstoff, was können wir denn alles damit machen? Herstellen wollen wir ihn natürlich aus erneuerbaren Energien. Nur dann ist er grün, sonst haben wir grauen oder gelben oder braunen Wasserstoff. Also eine ganze Farbpalette. Wir reden hier über den grünen Wasserstoff. Und den kann man erstmal ja als Wasserstoff im Prinzip behalten, transportieren, haben wir gerade schon gehört, oder lagern. Oder man kann daraus halt auch Folgeprodukte herstellen, sogenanntes Power-to-X. Also kohlenstoffhaltige Produkte, hier als Beispiel die Synthetic Fuels, die dann in ein paar Wochen drankommen, oder auch zum Beispiel Ammoniak, was heutzutage schon eine große Menge an Wasserstoff im Prinzip benötigt, aber halt heutzutage mit grünem Wasserstoff verwendet wird. Und in der Endnutzung, dann nehme ich jetzt gerade mal zuerst den mittleren Sektor, das ist hier der Transport, das ist uns, sag ich mal, bekannt. Brennstoffzellenfahrzeuge, jetzt kommen auch Combustion Engines, die mit Wasserstoff, also Verbrennungsmotoren, die mit Wasserstoff laufen sollen. Und theoretisch kann man alles, theoretisch, was fährt, fliegt oder auf dem Wasser fährt, mit Wasserstoff betreiben. Wie sinnvoll das ist und wie viel davon, das hängt dann von den Umständen ab. Es gibt aber noch andere Faktoren, insbesondere die Industrie, die Stahlindustrie ist im Moment sehr an Wasserstoff interessiert, weil sie statt Kohle zu verwenden und dann eine große Menge CO2 zu emittieren, insbesondere auch Wasserstoff benutzen könnten. Die Chemieindustrie wird gucken müssen, wo sie ihre Basischemikalien herkriegt, wenn sie eben kein Erdöl mehr verwenden soll. Und in ähnliche Richtung gehen natürlich die Refineries, also beispielsweise auch eben diese synthetischen Kraftstoffe könnten aus Wasserstoff und CO2 hergestellt werden. Und nicht zuletzt oder vielleicht zuletzt, das werden wir sehen, kann man natürlich Wasserstoff auch wirklich als Speicher benutzen, um überschüssige elektrische Energie zunächst ja, in Wasserstoff umzuwandeln und später dann für die Rückverstromung oder auch für die Heizung zu verwenden. Wenn man das jetzt mal alles zusammennimmt, dann gibt es eine Studie, viele Studien, um genau zu sein. Und hier wurde der Wasserstoffbedarf für Deutschland in den kommenden Jahrzehnten abgeschätzt. Und hier gibt es wieder eine schöne Nummer. Ungefähr 270 Terawattstunden, wenn man jetzt mal alle diese Anwendungen zusammennimmt, wird angenommen, könnte Deutschland in Zukunft brauchen an Wasserstoff. Okay, so viel quasi zur Motivation und was wir damit alles Schönes machen können. Jetzt möchte ich noch mal kurz darauf die Frage eingehen, was ist Wasserstoff denn überhaupt? Ich gehe davon aus, dass die meisten das von Ihnen wissen. Trotzdem werde ich das jetzt hier noch mal einmal kurz bildlich darstellen. Also Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas, deswegen kann ich Ihnen hier kein Bild hinmalen. Da würden Sie nicht viel sehen. Wasserstoff ist außerdem sehr leicht, das heißt, selbst wenn ich Wasserstoff aus meiner Flasche aufmachen würde, was man nicht sehen würde, wäre es auch relativ schnell, würde es sich relativ schnell verflüchtigen. Trotzdem hat es einen vergleichsweise hohen Massenanteil an der Erdhülle, also alles von Atmosphäre runter bis ungefähr 17 Kilometer tief in die Erde, von rund 0,9 Gewichtsprozent. Also im Hinterkopf behalten, Wasserstoff ist sogar leicht und trotzdem hat es einen vergleichsweise hohen Anteil. Also hoch heißt hier innerhalb der Top 10 der Elemente in der Erdhülle. Allerdings
ist das normalerweise kein molekularer und schon gar kein atomarer Wasserstoff, sondern üblicherweise Wasser. Das heißt Wasserstoff gebunden an Sauerstoff, an ein Sauerstoffatom, weil sich Wasserstoff in dieser Form einfach wohler fühlt. Warum nutzen wir Wasserstoff als Energieträger? Wasserstoff hat eine gewisse Energiedichte, eben weil es normalerweise lieber im Wasser ist. Und wenn wir es in Gas umwandeln, dann speichern wir darin Energie. Und um das hier mal ein bisschen einzuordnen, habe ich hier links die allseits bekannten Batterien in ihren verschiedenen Formen. Die haben eine relativ gute Energiedichte im Sinne des Volumens. Deswegen können wir sie zum Beispiel in kleinen Geräten einsetzen. Die Energiedichte pro Gewicht, pro Kilogramm ist relativ niedrig oder vergleichsweise niedrig. Das heißt, sie sind vergleichsweise schwer, was sie halt auch begrenzt macht in der Menge der Anwendung bei mobilen Anwendungen zum Beispiel. Wo ist der Wasserstoff? Der Wasserstoff sitzt hier unten. Der ist also, wie schon gesagt, relativ leicht. Deswegen hat er eine hohe Energiedichte pro Gewicht, aber dummerweise ist es halt ein Gas und damit ist die Energiedichte pro Volumen dann doch relativ niedrig. Also ähnlich, also von der Größenordnung ähnlich natürlich wie Erdgas beispielsweise, halt alle Gase. Also so soll unser Auto oder unsere Mobilität der Zukunft natürlich nicht aussehen. Und dementsprechend wird Wasserstoff üblicherweise kompressiert zu 700 Bar und dann sehen wir, sind wir tatsächlich von der Größenordnung her in der Nähe von flüssigen Kraftstoffen, auch in der volumetrischen Dichte. Ich vermute, dass das hier nur die, den Wasserstoff selber betrifft, nicht die Container. Trotzdem, Vorsicht, das ist eine logarithmische Skala, das heißt, ein paar Faktoren sind da schon noch zwischen. Ja? Also es ist nur die Größenordnung, die gleich ist. Okay, wie stellen wir grünen Wasserstoff denn her? Das haben Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört. Die Technik heißt Wasserelektrolyse oder wir nennen das auch gerne Wasserspaltung, das hat jetzt nichts mit Wasserteilung zu tun, das hat Moses gemacht, ne? Sondern etwas bildlich gesprochen, nehmen wir uns die Wassermoleküle, zerteilen sie in ihre Atome und bauen die neu zusammen zu ihren zu molekularen Gasen, Wasserstoff und Sauerstoff. Und wie eben schon erwähnt, dadurch, dass die Gase energiereicher sind, also die Atome eigentlich lieber in der Kombination vorliegen als in der Reinstform, brauchen wir elektrische Energie, um diesen Prozess durchzuführen. Und dadurch wird aber eben diese Energie auch in diesen Bindungen gespeichert. Übrigens, Sauerstoff hat genauso auch einen Energiespeicher, nur den nutzen wir nicht direkt. Also deswegen reden wir immer vom Wasserstoff als Energiespeicher, weil wir den Sauerstoff dann im Prinzip über die Luft, über die Atmosphäre nachher wieder nutzen, aber die Energie wird im Prinzip in beiden Bindungen gespeichert. So, das ist das Prinzip. Es gibt verschiedene Technologien, die quasi diesen Prozess ermöglichen. Und davon möchte ich die gängigsten jetzt einmal kurz in ihrer technologischen Darstellungsweise vorstellen. Die klassische, sag mal, althergebrachte ist die alkalische Elektrolyse. Die ist längst auch nicht mehr so etwas schlicht, wie sie jetzt hier dargestellt ist. Die ist auch deutlich komprimierter, wie wir gleich auf dem Foto auch noch mal kurz sehen werden. Nichtsdestotrotz wird hier noch ein flüssiger Elektrolyt und zwar eine hochkonzentrierte Kalilauge verwendet. Wird bei erhöhten Temperaturen, aber jetzt noch unterhalb logischerweise des Siedepunktes von Wasser betrieben. Und hat Stromdichten, also quasi eine Art, wie viel Energie können wir da rausziehen. Ja, hier steht noch bis 500 mA pro Quadratzentimeter, das ist, sage ich mal, Buchliteratur. Die Industrie ist ein bisschen weiter, also auch da kommt man schon bis fast zu dem Doppelten, bis zu 1 Ampere pro Quadratzentimeter. Der Iodentauscher quasi, das ist hier die Kalilauge selber durch einen Separator. Die zweite Technologie, von der Sie wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, ist die sogenannte PEM-Elektrolyse. PEM steht hier für Polymer-Elektrolyt-Membran. Also die Membran, die hier eingezeichnet ist, ein Polymer, üblicherweise ein fluoriertes Polymer. Und das ist gleichzeitig der Elektrolyt, also der Ionentauscher hier. Als tatsächlicher Elektrolyt kommt daher auch nur noch Wasser oder Reinstwasser zum Einsatz, was natürlich das Handling dieses Flüssigkreislauf ist etwas einfacher macht.
Und ja, die läuft bei ähnlichen Temperaturen wie die alkalische Elektrolyse. Allerdings kann sie bei höheren Drücken betrieben werden aufgrund dieser stabilen Membran in der Mitte und hat auch etwas erhöhte Stromdichten, also wieder die, wenn man so will, die Leistungsdichte, die man daraus ziehen kann. Und zum Schluss auf dieser Folie habe ich noch die Solid Oxide Elektrolyse, also die Festkörper-Elektrolyse. Diese unterscheidet sich insbesondere von den anderen, weil sie bei erhöhten Temperaturen, also wirklich 700 bis 1000 Grad Celsius, läuft. Das ist nicht etwas, was man sich ins Auto steckt. Diese Temperaturen sind notwendig, weil der Ionenleiter hier Sauerstoffionen sind in eben diesen Festkörpern. Und damit diese Festkörper leitend werden für diese Ionen, braucht man halt diese hohe Temperatur. Da wird natürlich auch daran geforscht, ob man die ein bisschen senken kann, aber es sind immer noch Festkörper und auch die Stromdichten sind zumindest auf Forschungslevel im Moment noch ein wenig geringer. Entschuldigung, hier ist ein Typo drin, das ist natürlich ein O2-. Diese Zellen befinden sich daher auch primär noch im Forschungsstand. Also es gibt erste kleine Unternehmen, die durchaus auch versuchen, zumindest kommerziell zu betreiben. Das sind aber nicht die großen Elektrolyseure, die im Moment aufgebaut werden. Ich gehe noch mal einmal kurz auf die Materialien ein, weil die natürlich auch wichtig dafür sind, unter welchen Bedingungen man diese Elektrolyseurtechniken einsetzen kann. Wie schon eingangs erwähnt, hier hat man hochkonzentrierte KOH. Dafür sind die Materialien, die man verwendet, einmal für den Separator, also das Ding hier in der Mitte, als auch für die Katalysatoren bzw. die Elektroden, üblicherweise edelmetallfreie und vergleichsweise günstige Materialien. Auf der Kathode dieser Seite, wo Wasserstoff entsteht, werden zum Teil noch Edelmetalle eingesetzt, aber zu sehr geringen Mengen. Im Gegensatz dazu hat man eben bei der sauren Elektrolyse einen einfacher zu handelnden Elektrolyten, aber die Materialien haben deutlich höhere, ja, sind höhere Wertigkeit, also sowohl die Membranen, also Vanaphion ist so ein klassisches kommerzielles Beispiel, aber auch die Katalysatoren hier Iridium und Platin, auch Titan als Träger und auch als Bipolarplatte, also als Kontaktierungsplatte wird Titan eingesetzt. Das sind einfach sehr hochpreisige Materialien, was eben, ich sag mal, den Preis dieser Technologie hochtreibt. Ja, hier gibt es verschiedene Oxide, also so yttriumstabilisiertes Zirconium und so ein paar etwas fancy anmutende Mischoxide, die aber, glaube ich, eine relativ vernünftige Verfügbarkeit haben. Aber wie gesagt, diese Zellen befinden sich eh noch in der Entwicklungsphase. Vielleicht noch erwähnenswert, eine Technologie, die in den letzten Jahren eigentlich auch eher als Newcomer noch eingeschätzt wurde, die sogenannte alkalische Membranelektrolyse, also quasi eine Mischung aus alkalischer Elektrolyse und PEM-Elektrolyse. Also Transport ist OH-, aber auch so eine Membrananordnung. Das ist natürlich eigentlich ganz interessant, eben niedrigkostige Materialien. Da gibt es jetzt auch die ersten kommerzialisierten Lösungen für. Also die hat durchaus Potenzial. Das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren sehen, zu welchem Anteil die da auch marktfähig wird. So, im Folgenden habe ich Ihnen zwei kommerzielle Beispiele mitgebracht von mir bekannten großen Elektrolyseurherstellern. Ich möchte gerne erwähnen, dass es noch deutlich mehr Hersteller und auch kleinere Start-ups gibt, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Also ich habe jetzt hier nur zwei Beispiele rausgepickt. Das heißt nicht, dass das die besten oder die tollsten oder was auch immer sind, sondern einfach nur da, wo ich relativ einfach technische Daten zufinden konnte. Das erste, nämlich wieder den Klassiker, das ist die alkalische Elektrolyse üblicherweise oder ja, der Marktführer, glaube ich, in Deutschland, ThyssenKrupp. Hier unten finden Sie den Verweis. Hier noch Udo Chlorin Engineers, weil Sie da quasi noch die Details stehen haben. Die haben sich kürzlich umbenannt in ThyssenKrupp Nucera, glaube ich, wird das ausgesprochen. Ganz gezielt halt auch für diese Elektrolyseure. Genau, die bieten, also da sieht man, dass die alkalische Elektrolyse inzwischen auch solche Einheiten hat, relativ, vergleichsweise kompakt, mehrere Quadratmeter allerdings groß.
Und die bieten hier 10 und 20 Megawatt Module an, wobei man wissen muss, dass so ein Modul einfach auch dadurch hochskaliert wird, indem mehrere von sogenannten Stacks hier hintereinander geschaltet werden und dann hier über das eine System quasi zusammengeschaltet werden. Also das macht die Größe des Moduls dann aus. Und die 20 Megawatt sagen jetzt im Prinzip auch nicht mehr viel, sondern was man sich dann anschauen muss, ist halt, wie viel können die denn eigentlich produzieren? Also hier in Kubikmeter pro Stunde. Ich habe das auch nochmal umgerechnet in Kilogramm pro Stunde, damit man ein anderes Gefühl dafür bekommt. Hier stehen Effizienzen, wobei das ein Elektrolyseur, eine reine Elektrolyseureffizienz ist, wie viel Energie man braucht pro Wasserstoff und so weiter. Also das ist so die technischen Bedingungen. Und nochmal, also ein 20 Megawatt Modul ist das, was ThyssenKrupp, ich sage jetzt mal so standardmäßig, anbietet. ThyssenKrupp sagt auch was zu ihrer Herstellkapazität, also wie viele sie quasi pro Jahr herstellen können. Und sie sagen, im Moment können sie 1 Gigawatt, also ein 20 Megawatt Modul heißt das, da kommt ungefähr 1 pro Woche raus, sind aber dabei, das aufzustocken, damit sie in Zukunft 5 Gigawatt Elektrolyseure pro Jahr herstellen können. Schaut man sich einmal kurz die Kosten der alkalischen Elektrolyseure an, dann sieht man, dass die in den letzten Jahren extrem runtergegangen sind, einfach aufgrund der Bedeutung, die Elektrolyse gerade, man sieht hier einen relativ großen Sprung bekommen hat und liegen bei Preisen von 500 bis 1000, ja, in diesem Fall Dollar pro Kilowatt. Für so einen 20 Megawatt Elektrolyseur können Sie sich das hochrechnen. Und interessant ist auch zu schauen, worin der Preis denn begründet liegt, und das ist hier beim alkalischen Elektrolyseur, insbesondere die Herstellungskosten, also das Zusammenbauen, da ist einfach noch sehr viel Manuelles dabei, auch bei der Elektrodenherstellung, und das macht hier einen ganz großen Preis aus, auch wenn es nachher in den Stack geht. Also klar hat man hier noch einiges an Zusatzkosten, auch die Bipolar Plates, aber hier macht die Montage selber sehr viel aus, und das sind die CAPEX-Kosten hier auf der linken Seite, also die grünen, und die OPEX, also die Kosten während des Betriebs, sind natürlich ganz viel Stromkosten. Genau. Dann das zweite Beispiel, der PEM-Elektrolyseur hier aus dem Hause Siemens, sogenannter Silizer. So. Das Prospekt, aus dem die Daten genommen sind, ist von 2018. Ich weiß nicht, ob die in den letzten Jahren möglicherweise auch noch da Effizienz- oder Kapazitätssteigerungen haben. Wobei man sagen muss, dass diese 2000 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde schon einer, ich sage jetzt mal Norminstallationsleistung von ungefähr 100 Megawatt entspricht. Also so ganz klein sind die Elektrolyseure auch nicht. Gleiches Prinzip, mehrere Stacks werden zusammengeschaltet zu einem Elektrolyseur, und die geben hier eine Anlageneffizienz im Vergleich zu der reinen Elektrolyseeffizienz, die wir bei ThyssenKrupp gesehen haben. Was die Kapazitäten angeht, sagt Siemens auf ihrer Webseite nicht viel dazu. Sie sagen, sie haben so ein nettes kleines Video da auf der Webseite, also wo sie mal zeigen, wie sie die im Moment noch herstellen. Auch wenn jetzt hier ein Roboter zu sehen ist, sieht man im Video auch, dass da jedes Mal wieder ein Mensch hinrennt und guckt, dass auch alles richtig liegt. Trotzdem sagen sie, sie wollen die Produktion in den nächsten Jahren zu einer Multi-Giga-Factory quasi aufbauen, wie viel auch immer das wohl sein mag. Auch hier gucken wir uns noch einmal die Kosten und Kostentreiber an. Also PEM-Elektrolyseure sind üblicherweise etwas teurer pro Kilowatt als die alkalischen Elektrolyseure, liegen also hier bei 1000 bis 1500 Dollar pro Kilowatt. Und was man hier auch interessant sieht, hier sind tatsächlich die Materialkosten. Also hier dieser ganze Teil, ein großer Beitrag im Prinzip zu den Herstellungskosten. Ja, also Edelmetalle, diese fluorierten Membranen, aber auch immer noch 42% Manufacturing. Also auch hier immer noch Herstellungskosten. Und was hier beim Stack dann noch reinkommt, sind die Bipolar Plates. Wie eben schon gesagt, das sind relativ hochwertige Materialien. Die schlagen hier nochmal mit 50% der Kosten zu Buche. Also das ist natürlich alles nur eine Schätzung. Ja, da muss man sich auch immer bewusst sein. Das ist für jedes System wieder, kann das ein bisschen anders sein. Aber es sind schon die PEM-Elektrolyseure deutlich mehr Material getrieben, wobei auch hier CAPEX und OPEX ein ähnliches Verhältnis haben. Wenn man überlegt, dass die PEM-Elektrolyseure 50-60% nach aktuellem Stand noch teurer sind als die alkalischen Elektrolyseure, müsste man bei dem
Schema davon ausgehen, dass auch die OPEX teurer sind, sind aber tatsächlich ähnlich, würde ich jetzt mal behaupten. Also deswegen, solche Statistiken und sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber sie geben eben so eine Idee, wo denn da so die Kosten und natürlich dann auch Kostenreduktionspotenziale noch liegen. So, ich hatte Ihnen versprochen, dass ich einmal kurz auf die Zahlen eingehe und die mal ein bisschen in den Kontext setze. Und da habe ich heute mal ein bisschen rumgerechnet und versucht, die jetzt mal so darzustellen, dass diese drei Zahlen dann auch mal zusammenkommen. Also, wir wollen in Deutschland 5 Gigawatt installieren. Wenn man bitte einmal die Effizienz von diesen Elektrolyseuren berücksichtigt, haben wir gerade gesehen, die liegt so ungefähr bei 75% plus minus 5% at least. Dann kämen da noch 3,75 effektive, nenne ich sie jetzt mal, Elektrolyseleistung rüber. Ja? Also diese installierte Leistung ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man gar nicht weiß, bei welcher Effizienz. Wenn ich das jetzt in sogenannte Terawattstunden umrechnen will, dann muss ich das einfach nur mit den ganzen Stunden des Jahres multiplizieren. Ich habe jetzt mal für die Rechnung angenommen, wir würden die Dinger 24/7 laufen haben. Das ist auch noch nicht so ganz wahrscheinlich. Ich glaube, öffentliche Rechnungen rechnen auch mit deutlich weniger Stunden, beziehungsweise man kann das dann für verschiedene Stundenmengen ausrechnen. Auf jeden Fall kämen wir unter dieser Annahme auf 33 Terawattstunden. Das ist immerhin nur noch knapp ein Faktor 10 unter dem, was da in dieser Studie zumindest geschätzt wurde. Jetzt möchte ich das auch mal in Mengen, also diese 100 Millionen Tonnen umrechnen. Dafür nehme ich den sogenannten Higher Heating Value oder den Brennwert von Wasserstoff. Das ist der etwas höhere Wert, der auch noch die Energie berücksichtigt, die quasi in gasförmig zu rückwärts flüssigem Wasser dann gespeichert ist. Dann kämen wir mit dieser installierten Kapazität auf eine Kapazität von 95 Tonnen Wasserstoff pro Stunde oder wieder, wenn es das ganze Jahr läuft, ungefähr 0,83 Millionen Tonnen. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was die Bundesregierung offensichtlich da abgeschätzt hat. Und auch, die sind sich dessen auch bewusst und schreiben auch in ihrer Wasserstoffstrategie, Deutschland wird immer Wasserstoff importieren müssen. Und davon müssen wir auch einfach ausgehen. Deutschland ist heutzutage ein Energieimporteur und wird es wohl auch bleiben. Damit komme ich noch einmal auf die Kosten von Wasserstoff. Also wie viel kostet uns Wasserstoff? Wie viel darf es uns kosten? Wie viel macht denn Sinn oder was ist denn noch möglich, damit wir das dann einkaufen können? So, hier gibt es wieder eine IRENA-Studie, die von verschiedenen Kostenfaktoren ausgegangen sind. Man sieht hier einmal ein massiver Kostenfaktor, natürlich der Strompreis, dann die Installationskosten, die höchstwahrscheinlich runtergehen werden, wenn wir höhere Installationskapazitäten haben. Und was ja auch schon eingerechnet ist, ist eine Verbesserung der Effizienz. Und das sind im Prinzip auch die Kostentreiber, die wir haben und auch die Kostenfaktoren. Also die Elektrolyseurkosten können wir beeinflussen, indem wir die Kapazitäten hochfahren und die Effizienz können wir zum Beispiel durch neue Materialien beeinflussen. Und das ist übrigens auch, wo ich und mein Team quasi daran arbeiten, dass wir uns diese Elektrodenfähigkeiten, Effizienzen, Standdauern und so weiter anschauen und natürlich versuchen zu verbessern. Dann noch ein kurzes Wort, ich bin schon ein bisschen knapp an der Zeit, zu den möglichen Anwendungsbereichen. Also ich habe ja eben diesen großen Anwendungsspielraum quasi gezeigt. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt und die Studie ist auch schon ein bisschen älter. Aber was diese Grafik zeigt, ist, dass es natürlich auch einen gewissen ökonomischen Driving Force geben kann. Also Wasserstoff zum Beispiel hier in der Mobilität, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass aktuelle Wasserstoffpreise so tatsächlich so um die 2 bis 5 Euro pro Kilogramm, sagen wir eher 5 Euro pro Kilogramm liegen, dann uns überlegen, dass Sie mit einem Kilogramm ungefähr 100 Kilometer weit fahren können. Naja, gerade bei den aktuellen Spritpreisen können Sie sich vorstellen, das ist durchaus auch für Otto Normalverbraucher denkbar. Vorsicht, das sind natürlich Gestehungskosten. Zu welchem Preis wir die dann kaufen, ist nochmal eine andere Geschichte. Also ich glaube, liegen im Moment bei 8 oder 9 Euro. Aber nichtsdestotrotz ist das durchaus schon vergleichbar. Auch hier zum Beispiel für die Industrie, je nachdem, was die da brauchen, ist das auch schon sinnvoll. Wenn wir uns anschauen, dass wir mal irgendwann auf 1,50 Euro runter wollen, dann macht es halt auch Sinn für andere Anwendungen. Aber das ist jetzt nur der ökonomische, also hier dieser erste Punkt, die Kosteneffizienz. Wir müssen natürlich auch immer gucken, wie viel können wir überhaupt herstellen. Ja, also nicht alles können wir sofort, jede Wunsch sofort erfüllen.
wie kriegen wir es überhaupt dahin, wo es gebraucht wird? Da hören wir sicherlich gleich auch nochmal was zu. Und das meine ich halt auch mit Priorisierung. Wo brauchen wir den Wasserstoff ganz dringend? Also zum Beispiel die Ammoniakherstellung können wir nicht, geht nicht ohne Wasserstoff, zumindest nach aktuellem wissenschaftlichen Stand. Und das ist im Moment grauer Wasserstoff. Und da ist natürlich die Frage, wird sowas beispielsweise priorisiert oder auch Stahl überlegt man im Moment. Also die chemische Industrie hat höchstwahrscheinlich eine höhere Priorisierung als der Mobilitätssektor, weil die einfach nicht nur elektrisch fahren können, sondern die brauchen den Wasserstoff als Rohstoffquelle. Damit komme ich zu meiner Zusammenfassung. Also Wasserstoff hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn wir die aber alle nutzen wollen, dann bräuchten wir sehr, sehr große Mengen. Und Wasserstoff und Deutschland allein wird diese Mengen nicht selber produzieren können, sondern wir werden Wasserstoff immer importieren müssen. Aber ich denke, dass wir in Deutschland einige Kapazitäten in der technischen Entwicklung von Elektrolyseuren haben. Das heißt, das sehen wir auch jetzt schon, dass deutsche Wasserelektrolyse-Technik exportiert wird in die Länder, wo der Wasserstoff dann günstig und in größeren Mengen hergestellt werden kann. Und bei günstig sprechen wir dann wieder über den Preis. Das hat was damit zu tun, wo der Wasserstoff unter welchen Bedingungen hergestellt wird, aber auch in der Technologie, in der Skalierung, in der Effizienz sind da noch ja, Möglichkeiten für Verbesserungen und damit auch für Vergünstigungen des Wasserstoffs. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, gerne jetzt oder auch später noch per E-Mail. Ja, vielen Dank. Vor allen Dingen dafür, dass Sie exakt in der Zeit geblieben sind. Und wir fahren dann gleich fort mit Herrn Teichmann. Genau, bitte die Fragen erst im Anschluss stellen. Also erst kommt der Vortrag von Herrn Teichmann. Ja, dann auch von mir. Schönen guten Abend. Vielen Dank, Herr Professor Nagel, für die freundliche Einführung und vor allem auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute da sein zu dürfen. Ich glaube, es fügt sich sehr gut ein in den Vortrag von Professor Mechler. Das hat Herr Nagel, glaube ich, geschickt so angelegt, weil ich tatsächlich auch ein paar der Punkte, die sie genannt hat, jetzt aufgreifen kann in Richtung, wo kommt der Wasserstoff tatsächlich her? Was spielt eine Rolle? Spielt da auch Erzeugung in Deutschland? Aber was spielt auch für eine Rolle die Erzeugung, sage ich mal, außerhalb von Deutschland? Ich teile jetzt auch meinen Bildschirm und hoffe, dass Sie meine Folien sehen können. Ich würde gerne, nachdem ich ja sozusagen, wenn auch virtuell, zu Gast in Aachen sein darf, sage ich mal kurz tatsächlich ein paar Verknüpfungen unserer Firma auch mit Nordrhein-Westfalen aufgreifen. Herr Professor Nagel hat schon eingangs erwähnt, einer meiner Mitgründer, nämlich Professor Wasserscheid, hat dort auch studiert und promoviert in Aachen bei Ihnen an der RWTH. Insgesamt sind wir eine Firma, die mittlerweile etwas über 9 Jahre alt ist. Also wir sind kein ganz frühphasiges Startup mehr, haben mittlerweile auch so etwa 140 Mitarbeiter, haben mittlerweile 80 Millionen Euro etwa an Investorenkapital eingeworben. Sie sehen hier, brauche ich jetzt nicht eins für eins durchgehen, aber Sie sehen mal so ein bisschen unsere Investoren. Man sieht auch, dass die wirklich sehr global zusammengesetzt sind mit Unternehmen aus Deutschland. Jetzt zum Beispiel sehen wir hier auch die Covestro, die ja auch in Nordrhein-Westfalen sehr stark vertreten ist, aber eben auch aus Asien und aus den USA. Und bei dem Thema Forschungspartner sehen wir auch hier das Forschungszentrum Jülich, auf die ich gleich nochmal komme. Wie gesagt, die Gründung ist im Grunde eine Ausgründung aus der Uni Erlangen. Ich selbst hatte eben bei BMW im Grunde als Doktorand gearbeitet, wurde vom Professor Wasserscheid und Professor Alt betreut. Und nach 3 Jahren der Forschung erschien uns das Thema so spannend, dass ich insbesondere dann bei BMW eben ausgestiegen bin, um eben Hydrogenes zu gründen. Das heißt, ich bin seitdem eben der Geschäftsführer, war der Mehrheitseigentümer, bis man natürlich im Rahmen von einigen Finanzierungsrunden mal Stück für Stück so ein bisschen was an die Investoren auch abgeben muss. Sozusagen jetzt zum Thema Stichwort Nordrhein-Westfalen. Zum einen wollte ich auch kurz hinweisen auf das neue Helmholtz-Cluster für nachhaltige und infrastrukturkompatible Wasserstoffwirtschaft. Das ist ein Vorhaben im Rahmen auch des Braunkohleausstiegs und somit finanziert auch aus Bundesmitteln, was im letzten September offiziell bekannt gegeben wurde. Das soll also ein ganz neues Helmholtz-Cluster werden mit mehreren 100 Mitarbeitern und Forschenden, was sozusagen in Jülich ansässig ist. Professor Wasserscheid ist da der Gründungsdirektor, hat 860 Millionen Euro Förderung über 17 Jahre, also bis 2038, bis eben zum Braunkohleausstieg. Und da soll es eben um Technologien gehen,
für Produktion, Logistik, Nutzung von grünem Wasserstoff. Und zwar eben mit der Besonderheit, das sagt schon der Name, dass sie infrastrukturkompatibel sein sollen. Das heißt, da geht es also nicht um molekularen Wasserstoff so sehr, sondern eher um eben die Derivate. Professor Mechler hatte schon das Thema Ammoniak, Methanol, synthetische Kraftstoffe angesprochen, aber es ist eben auch ein starker Fokus auf der LOHC-Technologie, die ich dann auch gleich im Folgenden noch vorstellen darf. Und dann noch ein Anknüpfungspunkt. Wir haben tatsächlich auch als Hydrogenis letztes Jahr eine Tochtergesellschaft gegründet, die den offiziellen Sitz in Neuss hat. Und wichtigstes Projekt dieser Firma ist der Aufbau der ersten großindustriellen Einspeicheranlage auf Basis unserer Technologie in Dormagen. Das ist also das Gelände der Covestro oder des Chemparks dort vor Ort. Und dort errichten wir, das wird in etwa in 23 stehen und dann in 24 voll im Betrieb sein, eben so eine erste Großanlage. Ich erzähle gleich so ein bisschen was auch zu dieser Skalierung unserer Technologie, aber ist insofern eigentlich momentan das mitwichtigste Projekt unserer Firma und das eben sozusagen bei Ihnen nicht allzu weit weg, nämlich in Dormagen. Okay, bevor ich aber sozusagen noch tiefer auf die Projekte komme, ich bin jetzt relativ schnell bei diesen, sage ich mal, einführenden Bemerkungen zum Thema Wasserstoff, einfach weil Professor Mechler da auch schon viel wichtige Dinge gesagt hat. Ich glaube, heute mehr denn je, glaube ich, stehen diese ganzen Themen ja auch wirklich massiv im Fokus auch der politischen Diskussion, aber auch der gesellschaftlichen Debatte und haben natürlich jetzt durch den Krieg in der Ukraine nochmal an Brisanz auch gewonnen. Ich glaube, uns ist allen bewusst, wir stoßen heute natürlich noch sehr viele CO2-Emissionen aus. Der Anteil der Erneuerbaren ist zwar im Stromsektor schon relativ hoch mit so knapp der Hälfte, aber der Anteil am Primärenergieverbrauch, wenn man also über alle Sektoren geht, da sind wir erst bei 15%. Und das ist natürlich wenig vor dem Hintergrund, dass wir bis spätestens 2045 ja wirklich zur Klimaneutralität gelangen wollen, zumindest gemäß Klimaschutzgesetz. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist jetzt auch gerade schon im Vortrag meiner Vorrednerin rausgekommen. Deutschland versorgt sich heute massiv über den Import von Energien aus dem Ausland. Heute sind es ungefähr 70%, die also in Form von Öl, Kohle, Gas insbesondere importiert werden. Und mittlerweile ist es eigentlich schon Common Sense, sage ich mal, dass auch in einem zukünftigen erneuerbaren Energiesystem man sich nicht wird allein autark versorgen können, dass das auch im Grunde gar nicht erstrebenswert ist, sondern dass man eben auch zukünftig viel Energie importieren wird. Und da kann Wasserstoff und seine Derivate eine ganz wichtige Rolle spielen. Die nationale Wasserstoffstrategie spricht beispielsweise davon, dass schon in 2030 80% des grünen Wasserstoffs importiert werden müssen. Das heißt also nur ein vergleichsweise kleiner Teil wirklich in Deutschland erzeugt werden kann. Und ich glaube, auf diese Grafik kann ich kurz eingehen. Und zwar im Grunde zeigt das nochmal so ein bisschen auch das Thema Energiekosten. Jetzt hier mal ohne, also mit so einer graduellen, sage ich mal, Klassifizierung für die Farbe. Und ich weiß, uns allen bewusst ist, es gibt Länder auf der Welt, wo einfach erneuerbare Energien sehr günstig und sehr umfangreich anfallen. Das ist natürlich die ganzen äquatornahen Gebiete für Sonne. Das ist natürlich die ganze auch Küstennähe, Skandinavien etc. für Windenergie. Und da ist Deutschland ein Land, was sicherlich jetzt ganz okay liegt, sage ich mal, gerade natürlich an der Nord- und Ostsee mit Windenergie, aber im Vergleich natürlich zum Beispiel zu Südeuropa, zur skandinavischen Region und so weiter, immer einen gewissen Nachteil haben wird, auch an Energiekosten, auch an, sage ich mal, Potenzial, wie viel man da ausbauen kann, wie viele Flächen zur Verfügung stehen. Und deswegen ist mittlerweile eigentlich, glaube ich, kaum noch strittig in der Diskussion, dass eben Wasserstoff und seine Derivate auch eine ideale Möglichkeit sind, um erneuerbare Energie weltweit zu handeln, zu importieren, exportieren und, sage ich mal, damit auch gewisse Unterschiede eben in den Energiekosten auszugleichen. Das geht mit Wasserstoff eben deshalb, weil es ein chemischer Energieträger ist, den ich transportieren kann, den ich speichern kann. Es ermöglicht perspektivisch einem Land wie Deutschland eben auch den Zugriff auf günstige Energien, zum Beispiel in Spanien oder Nordafrika. Und das ist ein Thema, was, glaube ich, jetzt gerade in der aktuellen Diskussion enorm an Brisanz gewonnen hat, es erlaubt auch eine Diversifizierung der Energieversorgung. Wir werden damit nicht komplett unabhängig von anderen Ländern. Aber wenn man natürlich heute mal schaut, wie viele Lieferländer gibt es für Gas, gibt es für Öl, dann sind es natürlich trotzdem nicht allzu viele. Während in so einer erneuerbaren Energiewelt, man sieht es ja sehr schön in dieser Grafik, eigentlich wahrscheinlich 50 bis 100 Länder eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt sind, um in großen Mengen Energie zu erzeugen. Das heißt, man kann darüber auch politisch eine doch deutlich höhere Unabhängigkeit von einzelnen Ländern herstellen, als es beispielsweise heute, Stichwort Russland, mit 55% des Erdgasimports nach Deutschland, ungefähr einem Drittel des Öls und fast der Hälfte bei der Kohle der Fall ist.
Und nicht zuletzt, und das ist durchaus auch, ich meine, ich komme jetzt ja aus Bayern mit der berühmt-berüchtigten 10-H-Regelung, ist natürlich schon diese Diskussion rund um auch Bebauungsdichten mit erneuerbaren Energien eine durchaus brisante. Und auch da ist ein weiteres Argument, warum eigentlich so eine autarke Versorgung eines Landes wie Deutschland erstens wahnsinnig schwierig ist, aber auch gar nicht unbedingt erstrebenswert ist. Und das ist sozusagen jetzt so ein bisschen noch in Ergänzung zu dem, was Frau Professor Mechter gesagt hat, bis auch die Motivation für Wasserstoff. Ich komme jetzt so ein bisschen auf die Brücke zu dem, was wir gerade gehört haben. Ich habe also jetzt Regionen auf der Welt und die liegen jetzt nicht ausschließlich irgendwie in Nordafrika, sondern die liegen auch an der deutschen Nordseeküste, wo ich also sehr gute Verfügbarkeit erneuerbare Energien habe. Und dort vor Ort bietet es sich dann an, eben Elektrolyse zu betreiben, Wasserstoff zu erzeugen. Und dann habe ich aber eben meine Verbraucher, meine Abnehmer von Wasserstoff natürlich über das ganze Land und im Grunde über die ganze Welt verteilt, sei es Wasserstofftankstellen, sei es Industrie, sei es auch Anwendungen, sage ich mal, wo Strom und Wärme erzeugt werden muss. Und die Frage ist natürlich eben schon, wie transportiere ich und speichere ich Wasserstoff? Auch da haben wir gehört, Wasserstoff als Molekül hat so ein bisschen seine Herausforderungen, einfach durch die sehr geringe Dichte. Ich muss einen sehr hohen Aufwand treiben, muss entweder sehr stark komprimieren auf mehrere hundert Bar, oder aber ich muss Wasserstoff kryogen transportieren. Ich muss ihn dafür auf minus 253 Grad Celsius abkühlen. Das ist dann doch schon sehr nahe am absoluten Nullpunkt und damit natürlich auch entsprechend großer Aufwand in der ganzen Transportkette mit super isolierten Tanks und Fahrzeugen und damit auch eine aufwendige Technologie, aber eine, die durchaus auch Perspektive hat, die auch gewisse Anwendungen in der Zukunft sehen wird. Und dann neben diesen molekularen Technologien gibt es eben, sage ich mal, die verschiedensten stofflichen Formen von Derivaten von Wasserstoff, sei es Ammoniak, was auch, glaube ich, im Moment sehr stark diskutiert wird für eine Reihe von großen Transportanwendungen, aber auch sowas wie Methanol. Und das ist, glaube ich, was wir vor etwa 10 Jahren oder 12 Jahren ist mittlerweile her, sehr stark getrieben haben aus Erlangen heraus, aber was mittlerweile auch in der globalen Diskussion eigentlich ein bekannter Begriff ist, das ist eben die sogenannte LOHC-Technologie. Das ist die Abkürzung für Liquid Organic Hydrogen Carrier. Und dahinter steht im Grunde eine reversible Speicherung oder Bindung von Wasserstoff an ein flüssiges Trägermaterial. Im Grunde sind das aromatische Kohlenwasserstoffe, die ich also hydrieren kann, also in eine wasserstoffreiche Form bringen kann und dann wieder dehydrieren kann, also sozusagen Wasserstoff wieder freisetzen kann. Und das ist im Grunde das Grundkonzept. Das heißt, ich habe beispielsweise jetzt hier, sagen wir mal, in Spanien meine Solarenergie, habe meine Wasserelektrolyse und dann kann ich direkt vor Ort eben in so einer Anlage Wasserstoff an dieses Öl binden. Und der große Vorteil ist jetzt eigentlich dreierlei, nämlich zum einen, dass dieses Öl absolut kompatibel ist mit der bestehenden Infrastruktur für Flüssigkraftstoffe. Das heißt, ich kann das also in Öltankern transportieren, ich kann das in ganz normalen Tanklastwagen transportieren, ich kann es in ganz normalen Tanks auch unterirdisch speichern und habe eben eine Speicherung bei Umgebungsbedingungen, bei Umgebungsdruck, bei Umgebungstemperatur. Und dann, wenn ich jetzt dann hier in Deutschland angelangt bin, beispielsweise bei einem Stahlwerk, sagen wir mal, oder einem anderen Industriebetrieb, dann kann ich dort Wasserstoff wieder freisetzen. Das ist chemisch gesehen eben eine Dehydrierung. Und das Öl selber geht dabei eben nicht verloren, sondern das führe ich quasi wieder zurück und belade es wieder neu. Das heißt, die Kunst ist quasi hier eben auch mit Materialien zu arbeiten, die sehr stabil sind und dementsprechend eine hohe Zahl, mehrere hunderte solcher Zyklen zu ermöglichen. Das heißt, Vorteile zum einen eben Nutzung bestehender Infrastruktur. Ich muss also keine Druckgasinfrastruktur, keine Kryogeninfrastruktur aufbauen, sondern ich kann heutige Benzin- und Diesel- und Erdölinfrastruktur nutzen. Vorteil zwei, dass die Speicherdichte vergleichsweise hoch ist. Ich habe pro Kubikmeter an Flüssigkeit, also pro 1000 Liter, habe ich ungefähr 57 Kilogramm Wasserstoff. Das ist, wenn man es zum Beispiel mit einem Druck-LKW vergleicht, ungefähr die fünffache Menge. Und dritter Vorteil, und das klang auch schon bei Einführung Professor Nagel kurz an, ich habe keinen molekularen Wasserstoff mehr. Das heißt, diese ganzen Themen mit Entzündlichkeit, die mich bei molekularen Wasserstoff immer beschäftigen, die habe ich da vermieden. Wir wollen auf keinen Fall suggerieren, dass molekulare Wasserstoff nicht sicher gehandhabt werden kann. Das kann er. Aber natürlich ist da immer ein gewisser Aufwand vonnöten mit entsprechender Überwachung auch von Mischungsverhältnissen, Gassensorik und so weiter. Und da ist natürlich sein Vorteil, wenn ich stattdessen eben ein Öl transportiere, was sehr, sehr schwer entflammbar ist.
Und da habe ich ein ganz kleines Video, was ich jetzt mal abspiele, was nur so einen kleinen Einblick auch jetzt bei uns ins Technikum erlaubt, wo man mal sieht, wie also dieses LOC hier in dem Fall in Plastiktanks gespeichert ist. Also das sind atmosphärisch gelagert. Dieses klare Material ist immer das beladene LOHC+. Das heißt, da ist jetzt quasi Wasserstoff entsprechend durch Hydrierung dran gebunden. Entladen, also in der wasserstoffarmen Form, ist es so gelblich, wie man es hier sieht. Und beides, wie gesagt, kann man eben atmosphärisch lagern. Jetzt sieht man hier mal, das ist jetzt sicherlich für die Fachleute unter Ihnen jetzt nicht überhaupt nicht überraschend, aber es demonstriert es ganz schön, dass natürlich ein Material, was einen sehr hohen Flammenpunkt hat und wo noch dazu kein molekularer Wasserstoff mehr vorliegt, entsprechend eben auch sehr schwer entflammbar ist. Das heißt, wenn man hier mit einer Wunderkerze oder auch zum Beispiel einer Fackel rangeht, passiert nichts. Und auch hier sieht man mal mit einem Bunsenbrenner, dass sobald man den wegzieht, es entsprechend verlöscht. Und wie gesagt, ich will da gar nicht suggerieren, dass irgendwie Wasserstoff in molekularer Form nicht zu handhaben wäre, aber es vereinfacht natürlich, sage ich mal, den Aufwand, den ich treiben muss, sehr. Vielleicht um ein Thema, ich noch eine Folie zurück, auch noch kurz anzusprechen, weil unter Ihnen ja sicherlich viele Fachleute sind. Es sind, wie gesagt, zwei chemische Reaktionen. Es sind beides katalytische Reaktionen, das heißt, da spielen gewisse Katalysatoren und auch Edelmetalle eine Rolle. Und dann ist es so, dass im Grunde diese Hydrierung eine exotherme Reaktion ist. Das heißt, hier wird wirklich Wärme frei, auch auf dem Temperaturniveau 250 bis 300 Grad, was man auch sehr gut nutzen kann. Je nachdem, in welchem Standort wir sind, in Dormagen zum Beispiel, erzeugen wir damit Dampf, was wir dann auch in das Dampfnetz auf dem Chempark einspeisen. In den Anwendungen, sage ich mal, jetzt im nordafrikanischen und arabischen Raum, denken wir sehr stark in Richtung, das mit Meerwasserentsalzung zu kombinieren, also um damit auch gleichzeitig, sage ich mal, eben Trinkwasser, aber auch Wasser für die Elektrolyse bereitzustellen. Genau, also ist exotherm und die Freisetzung hier auf der anderen Seite, die ist natürlich entsprechend genau umgekehrt. Endotherm ist auch der gleiche Energiebetrag, der da sozusagen benötigt wird. Das ist erstmal aus Sicherheitsaspekten raus wichtig, dass diese Freisetzung endotherm ist. Weil sonst wäre es eine Reaktion, die dann, wenn sie mal gestartet ist, sich irgendwie selbst erhält und dann würde da unkontrolliert Wasserstoff freigesetzt werden. Bedeutet aber auch, dass, sage ich mal, diese Frage der Wärmeintegration hier eine wichtige Rolle spielt. Also wie kann ich beispielsweise auch Abwärmen aus dem zu beliefernden Industriebetrieb nutzen? Das geht zum Beispiel hervorragend, alles was in Richtung Glasschmelzen, Keramikproduktion und so weiter geht. Auch oft Waste to Fuels zum Beispiel, solche Prozesse. Oder aber, und es ist sozusagen eine Kopplung beispielsweise auch mit Brennstoffzellen, Hochtemperaturbrennstoffzellen insbesondere. Oder es ist eben auch eine Kombination mit entsprechenden Industrieprozessen, wo ich Industriewärme verwenden kann. Okay, das sozusagen ein bisschen zu der Technologie als solcher. Wie gesagt, das Begriff LOHC, den haben wir jetzt nicht erfunden. Das ist was eigentlich seit ein paar Jahrzehnten prinzipiell bekannt ist. Was unsere Arbeiten jetzt in Erlangen wirklich insbesondere auszeichnen, ist, dass wir zum einen ein Trägermaterial identifiziert haben. Das nennt sich Benzyltoluol, was sich sehr, sehr gut für diese Zwecke eignet. Das ist auch schon seit 40, 50 Jahren bekannt als Wärmeträgeröl in der Industrie. Ist, sage ich mal, sehr einfach in der Handhabung, ist schon im 10.000-Tonnen-Maßstab pro Jahr verfügbar, ist sehr stabil, ist nicht allzu kritisch in der Handhabung. Und das eignet sich eben auch sehr gut für diese Wasserstoffspeicherung. Und nur im Vergleich, es gibt also in der Forschung bestimmt noch 10, 20, 30 andere Moleküle, die sozusagen da auch in Erwägung gezogen werden, wo aber aus unserer Sicht dann eigentlich meistens, in welcher Hinsicht auch immer, Nachteile bestehen, Speicherdichte, Stabilität, Aggregatszustand bei bei Umgebungsbedingungen und so weiter. Und das ist sozusagen die eine Entwicklung, die wir getrieben haben. Und die andere ist natürlich wirklich, und das will ich Ihnen jetzt hier zeigen, diese Skalierung einer Technologie, die mal im Labormaßstab begonnen hat vor 12, 13 Jahren und wo es mittlerweile eben wirklich um sehr große industrielle Anlagen geht, mit denen wir eben auch, Frau Mechler hat es aufgezeigt, dann eben im Bereich von Tausenden und Zehn- und Hunderttausenden Tonnen Wasserstoff dann perspektivisch unterwegs sind. Und da einfach nur ein bisschen aus aktuellem Anlass kann ich mal ein Projekt kurz zeigen, was jetzt so gleich diese ganz große Dimension aufmacht.
Sie wissen ja, dass durch die ganzen Diskussionen russisches Erdgas zu ersetzen auch der Bundeswirtschaftsminister und die Bundesregierung sehr aktiv jetzt auf unterwegs sind. Herr Habeck war da in Norwegen, war in den USA und war eben auch in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da durfte ich ihn auch begleiten als Vertreter von Hydrogenes. Und was wir dort bekannt gegeben haben, ist auch eine neue Kooperation unter einem mit ADNOC, also der große Ölkonzern aus der Region, Abu Dhabi National Oil Company, dann der deutschen Firma Uniper und der japanischen Firma Chera und eben entsprechend Hydrogenes, wo es eben im Zielbild darum gehen soll, wirklich sehr große Mengen, und da redet man dann wirklich von diesen Millionen Tonnen im Zielbild, die wir vorhin gehört haben, das eben auch zu importieren. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, können wir auch gerne eine Diskussion später noch tangieren, muss das jetzt der arabische Raum sein? Da hatte ich vorhin schon erwähnt, muss es sicherlich nicht allein. Das Schöne beim Grünwasserstoff ist, dass es eine Vielzahl an Regionen in der Welt gibt, die da als Länder in Frage kommen. Tatsächlich ist aber so, dass natürlich Stand heute da einfach gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten schon sehr viele Aktivitäten gibt. Da gibt es natürlich die großen Firmen, die da entsprechend investieren. Dort gibt es auch schon Infrastruktur, die genutzt werden kann. Insofern ist es schon jetzt, wenn man auf die nächsten 5 bis 10 Jahre schaut, sicherlich eine sehr spannende Quelle in Richtung dieser Länder zu denken. Gut, sozusagen jetzt von ganz groß zu, sage ich mal, etwas kleiner, aber dafür sehr konkret. Ein Projekt, was wir in Erlangen gerade umsetzen, was fertiggestellt ist und kurz vor der offiziellen Eröffnung steht, nämlich eine Wasserstofftankstelle für Pkw, aber auch für LKWs. Die kann also sowohl 700 Bar als auch 350 Bar. Die wird von der H2Mobility betrieben und ist in zweierlei Hinsicht besonders. Zum einen, weil sie die größte ihrer Art ist bisher und groß jetzt im Sinne von Wasserstoff pro Tag, was dort sozusagen vertankt werden kann. Und zum Zweiten, und das ist jetzt unser Teil, weil sie eben die erste Tankstelle ist, die eben hier über LOHC beliefert wird. Normalerweise werden so Tankstellen ja über Druckwasserstoff meistens beliefert, wo also ein Tanklastwagen ankommt und dann wird Wasserstoff in diesen großen Druckspeichern gespeichert. Das hat jetzt 45 Bar ungefähr, ist ungefähr 15 Meter hoch. Und was wir jetzt erstmalig machen, ist also, dass wir unterirdisch vergrabene Kraftstofftanks nutzen, das sind also so Dieseltanks, und dort dann eben LOHC über den ganz normalen Tanklastwagen anliefern. Und dann wird in dieser Anlage hier quasi kontinuierlich Wasserstoff freigesetzt aus dem LOHC und quasi kontinuierlich dann hier in die Tankstelle und in diese Druckkaskade eingespeist. Man sieht jetzt hier noch Bilder aus der ganzen Bauphase. Mittlerweile ist es, wie gesagt, errichtet. Hier sieht man nochmal ein Luftbild und wird dann im Juli ganz offiziell und feierlich eröffnet. Wir halten das für extrem spannend, vor allem für zukünftige sehr große Wasserstofftankstellen, wie ich sie beispielsweise für Lkw-Flotten und Busflotten brauche. Weil man muss sich jetzt vorstellen, so eine Tankstelle, wo am Tag 30, 40, 50 Busse tanken sollen, die muss in der Größenordnung mehrere Tonnen Wasserstoff pro Tag vorhalten können. Und das ist was, wo natürlich zum Beispiel eine Druckgasanlieferung sehr schwierig wird. Ein Drucktrailer hat ungefähr so 300 Kilogramm geladen. Das heißt, da können jetzt an einem Tag gut und gern 10 solche Lkw Lieferungen notwendig sein. Und auch diese Druckspeicher, was jetzt hier, der ist 15 Meter hoch, hat aber gerade mal 400 Kilogramm Wasserstoff gespeichert. Und damit bräuchte ich jetzt also doch eine Vielzahl von solchen Speichern, wenn ich wirklich mehrere Tonnen vor Ort bevorraten will. Nur im Vergleich, diese unterirdischen Tanks, die wir hier verbaut haben, die noch nicht allzu groß sind, 30 Kubikmeter, da habe ich so ungefähr 1,5 Tonnen Wasserstoff drin gespeichert, könnte das aber relativ einfach auch in Richtung, sage ich mal, 5 Tonnen oder auch mehr skalieren. Insofern eine spannende Anwendung, die leider, sage ich ganz offen, noch etwas daran krankt, dass es halt sehr wenig Fahrzeuge gibt. Sie wissen auch, ich meine, in Deutschland gibt es vielleicht 1.000, 1.500 Pkw. Davon haben wir in der Firma 3, Herr Wasserscheid hat auch 2. Also das, und dann gibt es noch ein paar mehr in Erlangen, aber viel sind es nicht. Und auf der Seite Nutzfahrzeuge leider gibt es auch noch sehr wenig. Das wird sich über die nächsten Jahre ändern durch asiatische Fabrikate, aber zunehmend auch durch deutsche. Aber bis wirklich, sage ich mal, hier Tankstellen notwendig sind, die wirklich viele, viele Tonnen pro Tag brauchen, wird es wahrscheinlich noch so 4, 5 Jahre ungefähr dauern. Insofern sind wir da unserer Zeit ein bisschen voraus. Gut, jetzt Überleitung. Ich hatte vorhin das Thema Dormagen angesprochen. Das sieht man nochmal hier. Also wie gesagt, die Idee ist natürlich hier wirklich im Rheinischen Revier da vertreten zu sein. Dormagen liegt ja zumindest am Rand. Das ist nochmal diese Anlage, von der ich vorhin gesprochen habe. Das ist also eine Anlage, die 5 Tonnen Wasserstoff pro Tag dort zur Verfügung stellt. Professor Mechler hatte ja vorhin immer von Megawatt gesprochen. Man braucht ungefähr eine 10 Megawatt Elektrolyse, um diese Wasserstoffmenge bereitzustellen, nur um so ein bisschen die Relation auch aufzuzeigen.
Und man sieht hier, das Rote ist die eigentliche Kern-LOHC-Anlage, die sieht man hier unten nochmal. Und der Rest drumherum ist dann entsprechend die Peripherie, das sind große Tanks, das sind auch im Grunde ganz herkömmliche Flüssigtanks, nichts Besonderes. Man hat hier entsprechend einen Wasserstoffkompressor für den eingehenden Wasserstoff, man hat hier eine LKW-Abfüllstation und das ist eben unser Projekt Hector, nennt sich das Ganze, was eben in Nordrhein-Westfalen auch vom Ministerium für Wirtschaft auch gefördert wird. Für uns ist das ein ganz wichtiger, sage ich mal, Blaupause, kann man eigentlich fast sagen, für das, was wir auch im größeren Stil hier in Europa noch vorhaben. Wir sind da insbesondere auch involviert in mehreren dieser IPCEI-Projekte. Das ist eine Abkürzung für Important Projects of Common European Interest. Das ist also ein europäisches Fördermittelvorhaben, wo eben großskalig Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden soll. Entschuldigung. Und da sind wir in zwei Projekten mit involviert. Das eine nennt sich Green Crane, der grüne Kranich. Da geht es also darum, wirklich Wasserstoff hier in Spanien zu erzeugen, Grünwasserstoff, insbesondere aus Solarenergie und dann in Form von LOHC hier über die Nordsee im Grunde zum einen nach Rotterdam zu liefern. Dort ist Vopak. Vopak ist auch einer unserer Gesellschafter. Die sind ein großer Betreiber von Tanklagern an Häfen. Also die lagern Millionen Liter Benzin, Diesel, Erdöl an jedem Hafen dieser Welt. Also nach Rotterdam zu liefern, 12 Tonnen und nochmal 12 Tonnen im Grunde hier über die Ems nach Lingen, wo einerseits eine Raffinerie von BP sozusagen als Abnehmer dann ist und zum Zweiten es einen Einspeisepunkt der GetH2-Pipeline gibt, die eben Lingen mit dem Ruhrgebiet verknüpfen wird. Das zweite IPCEI-Projekt nennt sich Blue Danube, also Blaue Donau. Und da geht es darum, Wasserstoff aus Osteuropa, insbesondere Rumänien, Bulgarien, über die Donau nach Österreich und Bayern zu bringen. Auch eben entsprechend über die LOHC-Technologie, wo man dann eben auch auf Binnenschifffahrtswegen entsprechend transportieren kann. Das ist, sage ich mal, auch ein bisschen frühere Entwicklungsphase des Projekts. Da wird es in einem ersten Schritt erstmal Anlagen hier in Bayern geben, insbesondere auch bei der Bayern Oil Raffinerie. Und dann ist aber immer noch nach wie vor geplant, im Folgeschritt das entsprechend auszubauen. Bis vor kurzem war da tatsächlich auch Ukraine mit im Gespräch als mögliches Herkunftsland für Wasserstoff. Dort gibt es auch sehr gute, insbesondere Windverhältnisse. Das ist natürlich im Moment nicht denkbar, aber prinzipiell ist der Gedanke auf jeden Fall bestechend zu sagen, man kann nicht nur aus Südeuropa, sondern auch aus Osteuropa sich eben mit Wasserstoff auch versorgen. Das sind also zwei konkrete Projekte, die auch Deutschland sehr stark unterstützt, die aber eben, wie gesagt, einen europäischen Kontext haben. Und dann, um noch zwei zu nennen, es gibt noch deutlich mehr, aber ein spannendes ist sicherlich hier in der deutschen Nordsee, da ist der Punkt verrutscht, der gehört eigentlich hier nach Helgoland, und zwar Aquaportus, da soll eben rund um Helgoland stark Offshore-Windenergie ausgebaut werden, Wasserstoff erzeugt werden und dann auch in Form von LOHC unter anderem nach Hamburg gebracht. Genau, und noch zuletzt hier, das hatte ich schon genannt, aus dem Middle East, genau. So, und jetzt schaue ich ein bisschen auf die Zeit, aber ich glaube, ein paar wenige Minuten habe ich noch. Einen letzten Aspekt wollte ich noch aufgreifen, weil der, glaube ich, auch sehr spannend ist. Was ich bisher gezeigt habe, da geht es wirklich darum, LOHC als Transportvektor zu etablieren, also sprich für die stationäre Bereitstellung von Wasserstoff für verschiedenste Abnehmer. An was wir aber auch arbeiten, parallel ist LOHC auch als Kraftstoff insbesondere für maritime Anwendungen zu platzieren. Also sprich die Idee, dass man auf einem Schiff sozusagen LOHC nutzt, um dann dort an Bord Wasserstoff freizusetzen und entsprechend eine Brennstoffzelle zu geben. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen auf dem Schiff muss ich also quasi keinen Molekularwasserstoff handhaben mit seinen doch Herausforderungen bei der Speicherung, sondern kann eben heutige Dieseltanks im Grunde nutzen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich auch auf der Hafenseite eben entsprechend heutige Infrastruktur nutzen kann. Jeder Hafen hat natürlich große Speicherbehälter für heutige Diesel, die ich nutzen kann. Ich kann eben auch die ganz normal das an Bord des Schiffes dann pumpen. Ich brauche da also keine Hochdruckinfrastruktur, ich brauche da keine Kryogeninfrastruktur. Und zu diesem Zwecke haben wir auch letztes Jahr ein Joint Venture gegründet in Norwegen, zusammen mit einer norwegischen Firma, Ostensjö, die im Grunde so eine Flotte an 30, 40 solcher Offshore-Versorgungsschiffe betreibt. Das sind also so Schiffe, die im Grunde Service und Aufbau von Offshore-Windparks machen. Die werden meistens dann von großen Windparkbetreibern geleast. Und da ist jetzt eben das Ziel, bis 2024 einen ersten Piloten auf so einem Schiff aufzubauen. In einem ersten Schritt ist es 200 Kilowatt Größenordnung. In einem zweiten Schritt sind es dann 2 Megawatt, die dann im Grunde auch reichen, um so ein Schiff wirklich auch die Antriebsenergie zur Verfügung zu stellen.
Wie gesagt, halten wir für extrem spannend. Da haben wir letztes Jahr so richtig begonnen. Das heißt, das sind natürlich die Aktivitäten noch etwas frühphasiger als jetzt in dem stationären Bereich, den ich gerade gezeigt habe. Aber auch da, wie gesagt, treiben wir das sehr stark voran. Und dann noch ein letzter Punkt, weil da auch wiederum auch ein Helmholtz-Institut mit eingebunden ist. Wir haben gerade kürzlich eine Kooperation auch mit der Firma Schaeffler bekannt gegeben. Hier sieht man auch nochmal den Professor Wasserscheid, der ja mehrfach schon öfter jetzt genannt wurde. Das ist eine Kooperation zwischen Schaeffler, dem Helmholtz-Institut Erlangen-Nürnberg und Hydro Genius, wo es auch darum geht, wirklich LOHC für mobile Anwendungen dann eben auch abseits, sage ich mal, des maritimen Bereichs, durchaus auch für landgebundene Anwendungen entsprechend zum Einsatz zu bringen. Gut, und damit jetzt schaue ich auf die Uhr, glaube ich. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Das waren die wichtigsten Aspekte, die ich Ihnen zeigen wollte. Und dann freue ich mich jetzt, Herr Professor Nagel, noch auf die Diskussion. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Vielen Dank für Sie beide, dass Sie die Zeit eingehalten haben und sehr interessant vorgetragen haben. Und jetzt gehen wir in die Diskussion. Ich würde die Teilnehmer auch bitten, ihre Hand zu heben, wenn sie eine Frage stellen möchten. Ah, okay, gut. Ja, Sie sehen schon das. Sie können das über das Reaktionsmenü machen. Einfach so die Hand heben und dann werden sie auch vorne angestellt. Wir haben eigentlich schon ein paar Fragen im Chat stehen. Soll ich die erstmal vorab vorlesen und dann fangen wir mit den Fragen der Teilnehmer an oder wie wollen wir ja, das machen? Ja, wenn die vorher waren, dann bleiben wir in der Reihenfolge. Okay, gut. Dann entschuldigen Sie bitte, Herr Kamp und Frau Sengler. Ich lese dann kurz mal die Fragen vor, beziehungsweise die sind tatsächlich etwas länger. Das heißt, ich werde die auch nochmal im allgemeinen Chat posten, damit die Vortragenden die Fragen auch sehen können. Einen Moment. Die erste Frage wäre dann die folgende. Wie sinnvoll ist die Verwendung von Wasserstoff für Verbrennungsmotoren bei Trucks, Bau- und Miningfahrzeugen, etc., CTHO oder stationäre Combustion Engines? Ja, ich nehme an, die Frage geht an mich. Ja, das wird sich noch zeigen. Also ich denke, die Wasserstoffverbrennung ist, wird jetzt gerade quasi nochmal sich angeschaut, inwieweit sich das lohnt. Was ich vermute oder was ich denke, ist, dass sich die Verbrennung von Wasserstoff dann lohnt, wenn man es quasi als Erdgasersatz sieht. Also wenn man beispielsweise gerade in Haushalten oder stationären Bedingungen aktuell Erdgasverbrennungs-Engines im Prinzip hat, dass man dort Wasserstoff beifügt oder halt ersetzt in Zukunft, wenn wir kein Erdgas mehr verwenden wollen. Das ist, denke ich, eine vorstellbare Möglichkeit. Aber was sich dann tatsächlich durchsetzt, wird sich zeigen. Okay. Oh, Entschuldigung, ich habe mich gerade nicht gemutet. Okay, dann die nächste Frage. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, die kam beim Vortrag von Herrn Dr. Teichmann, aber das ist eine längere Frage. Tatsächlich, ich glaube, die Frage kam noch bei Ihnen, Frau Professor Mechler. Haben wir genug Wasser auf der Erde? Wie hoch ist die notwendige Wassermenge geschätzt für 2050? Es werden ja nicht auf einmal 250 Terawattstunden gebraucht, aber wie viel Wasser weniger wird es dann in den Meeren im Schnitt sein? Was passiert mit Sauerstoff, der als Nebenprodukt entsteht? Wird es nicht gesundheitlich schädlich, zu viel in der Luft oder steigt dadurch nicht die allgemeine Brandgefahr in der Atmosphäre? Okay. Das müssten jetzt wahrscheinlich geopolitische Berechnungen dann zeigen. Ich weiß auch ehrlich gar nicht gesagt, nicht genau, wie viele Liter wir Meeren haben. Also man hat es eben bei den Elektrolyseuren einmal gesehen, man braucht ungefähr 1 Liter Wasser pro Kubikmeter oder umgerechnet 10 Liter pro Kilogramm Wasserstoff. Dann kann man das hochrechnen. Also es sind schon große Mengen. Und wir werden sicherlich auch nicht nur mit unserem Süßwasser herkommen, sondern wie Sie ja auch schon sagen, man wird schon auch die Meermengen nutzen müssen und die dann entsprechend entsalzen müssen. Man darf immer nicht ganz vergessen, dass das natürlich ein Kreislaufprozess ist. Also wann immer Wasserstoff in irgendeiner Art und Weise verbrannt wird, in der Brennstoffzelle oder irgendwie wieder umgesetzt wird, wird an irgendeinem Ende wieder Wasser rauskommen, weil da will der Wasserstoff hin.
Das heißt, letztendlich ist es ein Kreislaufprozess und wir haben Gott sei Dank auf der Erde den Vorteil, dass Wasser im Kreislauf relativ gut verteilt wird, nämlich über sowas wie die Atmosphäre, die Wolken und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin weder Atmosphärenforscher noch sonst was. Also das müsste man sicherlich mal schauen. Was den Sauerstoff angeht, da gibt es sehr, sehr viele Diskussionsrichtungen, sag ich mal. Zum einen könnte man sagen, na, den brauchen wir ja gar nicht. Ja, das ist ja nur ein Nebenprodukt. Das heißt, man könnte überlegen, ob man da die Reaktion noch anders nutzt, also eine andere Reaktion nutzt. Das ist auch in der Diskussion. Ich glaube, dass die Sauerstoffmengen nicht so viel sind, dass wir damit signifikant unsere Sauerstoffmenge in der Luft verwenden und wieder Kreislaufidee. Zumindest wenn man an eine Brennstoffzelle denkt, die nutzt auch wieder den Sauerstoff aus der Luft, dann ist es gut, wenn er irgendwo wieder hergekommen ist. Und vielleicht ganz zum Schluss noch als Idee, in manchen Prozessen wird der Sauerstoff dann doch als Koppelprodukt gesehen, beispielsweise wenn man das mit biologischen Prozessen kombiniert, die möglicherweise sogar aerob laufen, die brauchen dann den Sauerstoff, dann kann man ihn dann nutzen. Aber das sind ganz viele verschiedene Aspekte, die da sicherlich zusammenkommen und die man dann in Summe später mal betrachten wird müssen. Vielleicht darf ich noch einen Aspekt noch ganz kurz noch ergänzen. Also ich glaube, das mit dem Kreislaufprozess der entscheidende Punkt, gell, dass wirklich ja dadurch so schön auch nachhaltig ist, diese Wasserstoffwirtschaft, weil eben Wasserstoff und Sauerstoff in den Kreislauf gehen. Ich wollte aber noch einen Punkt bringen, was schon ein Thema ist, ist, wenn wir eben davon ausgehen, dass Wasserstoff vor allem auch in sonnenreichen Regionen erzeugt wird, dann habe ich da natürlich schon eine gewisse Mangel an Wasser ja eh schon. Und wie gesagt, ich kann auch nicht so ohne weiteres mit Salzwasser arbeiten. Also das ist schon ein Thema, was man mit beachten muss. Ich hatte vorhin auch den Hinweis gegeben, dass wir durchaus auch bei uns planen, Technologie zu kombinieren mit Salzungsanlagen, wo auch die Wärmeströme dann ganz gut passen. Also das ist schon ein Punkt, dass man natürlich in Regionen, die eh schon wenig Wasser haben, dann auch noch plötzlich Wasser für eine Elektrolyse braucht. Das muss man auf jeden Fall mitdenken. Okay, gut. Ich habe noch zwei Fragen. Ich glaube, die gehen an Sie, Herr Dr. Teichmann. Die erste ist LOHC geeignet für ICE? Wie stellt sich das preislich da im Vergleich zu Wasserstoffverbrennern? Genau, sehr gerne. Ich weiß nicht, Herr Professor Nagel, Sie haben sich, glaube ich, auch gerade noch gemeldet, gell? Ich wollte jetzt nicht... Ja, nee, ich komme schon dran. Okay. Ja, wir haben noch zwei Fragen. Also das ist eine und danach kommt noch eine und dann sind wir erstmal durch mit den Fragen im Chat. Die restlichen Fragen, die dann gestellt wird, machen wir ganz am Ende. Dann können sich erstmal die Teilnehmer selbst melden. Genau. Aber die kamen noch während der Vorträge. Ja, sehr gerne. Genau, also ICE steht jetzt hier für Internal Combustion Engine. Also es spielt sozusagen auch nochmal auf den Verbrennungsmotor an. Und im Grunde, ich sage mal so, wir setzen ja Wasserstoff aus dem LOHC frei und dann ist uns eigentlich fast egal, was mit dem Wasserstoff passiert. Also ob der sozusagen jetzt stofflich genutzt wird in der chemischen Industrie, ob der in eine Brennstoffzelle geht oder ob der in einen Motor geht. Was tatsächlich ein denkbarer Vorteil mit einem Motor ist, ist, dass natürlich ein Motor über gewisse Abwärme verfügt, die man entsprechend auch für diese Freisetzung einsetzen kann. Das Gleiche verfolgen wir bei Hochtemperatur-Brennstoffzellen. Frau Mechler hatte vorhin Hochtemperatur-Elektrolyse angesprochen. Also zum Beispiel dieses Schiffsprojekt, das ich gezeigt habe, das wird tatsächlich mit einer SOFC, also mit einer Hochtemperatur-Brennstoffzelle passieren. Das ist bei einem Motor generell ähnlich. Es ist trotzdem so, ich weiß, das ist ein bisschen ein emotionales Thema auch und das mag sich auch nochmal auch politisch anders entwickeln. Aber wir sehen schon auch regulatorisch einige Herausforderungen für Motoren, selbst wenn die mit Wasserstoff betrieben werden. Das erste Thema ist, dass ich schon immer einen schlechteren Wirkungsgrad hinten raus habe. Ich weiß, in einem Bestpunkt und so weiter betrieben ist der vielleicht gar nicht so groß, der Unterschied, aber sozusagen jetzt in einem realen Betrieb ist der schon deutlich. Und der andere Punkt ist, und das war, ich habe vorhin kurz erwähnt, dass ich auch bei BMW mal gearbeitet habe, das war auch der Grund, warum BMW ausgestiegen ist aus diesem Wasserstoffmotor. Das war eine ganz simple regulatorische Sache, nämlich dass auch ein Wasserstoffverbrennungsmotor Stickoxide erzeugt. Einfach weil es natürlich eine Verbrennung von Luft unter, sage ich mal, sehr hohen Temperaturen ist. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil natürlich auch das Thema Stickoxide neben, sage ich mal, jetzt CO2 da relevant ist. Deswegen, sage ich mal so, ist unsere Hauptrichtung ehrlich gesagt nicht mehr der Motor, sondern wirklich eigentlich die Brennstoffzelle in der direkten energetischen Umsetzung. Okay, super. Dann noch die letzte Frage. Wie hoch ist der Energieverlust bei der LOHC-Technik bei Ein- und Ausspeicherung? Wäre das finanziell auch als Batterie für Häuser möglich? Also Energieverlust muss man jetzt nochmal differenzieren. Ich habe ja halt diese Wärmemengen beschrieben, die mal sozusagen, die einerseits frei werden bei der Beladung und andererseits benötigt werden bei der Entladung. Das ist kein Verlust in dem Sinne, dass da irgendwie Wasserstoff verloren geht oder was auch immer. Es ist aber eine Frage, wie ich sozusagen Wärme immer sinnvoll integrieren kann.
Wenn ich jetzt wirklich in so rein stationären Kontexten bin, wie jetzt hier angefragt ist, wo ich also nichts transportiere, da gibt es sozusagen auch Konzepte, die wir mit Jülich zusammen entwickelt haben, wo es so One-Reactor-Konzept, wo man in einem System sowohl die Beladung als auch die Entladung machen kann, wo man dann auch eine Kopplung zum Beispiel mit Wärmespeichern realisieren kann. Das ist aber natürlich in so einem Transportkontext, macht das keinen Sinn, weil die Wärme fällt woanders an, als ich den Wasserstoff dann benötige. Dieser Betrag, dieser sag ich mal, Wärmetönung ist ungefähr 10 Kilowattstunden pro Kilogramm Wasserstoff, der ist also schon relevant. Und dementsprechend hatte ich es auch erwähnt, dass sozusagen ja auch die Frage, wie ich eben Wärmeintegration auf beiden Seiten mache. Also einerseits die Abwärme der Hydrierung nutze und andererseits eben die Wärme für die Dehydrierung bereitstelle, auch sehr relevant ist. Auch, ich sag mal so, ein größeres Teil unseres Patentportfolios dreht sich rund um diese Frage. Und deswegen sind eben auch gerade so Kopplungen mit Industrieprozessen oder auch mit entsprechenden Brennstoffzellen sehr interessant. Diese Frage, wirklich das als Energiespeicher wie als Batterie zu nutzen, die kann man sich perspektivisch, sage ich mal, in größerem Maßstab so quartiersweise eher vorstellen. Was wir nicht dran glauben, ist wirklich so als in Einfamilienhäusern und so einem ganz kleinen Maßstab, weil da muss man ehrlich sein, dafür ist einfach die ganze Wasserstofftechnik, aber auch die Verfahrenstechnik, das ist dann doch zu aufwendig und zu teuer. Ich meine, wir arbeiten schon mit Firmen auch daran, wie man quasi das mit Hochtemperatur-Brennstoffzellen koppeln kann. Und die haben oft schon so Konzepte, wo sie wirklich industrialisieren wollen, wo sie hohe Stückzahlen erreichen wollen, wo sie standardisieren wollen. Also da kann man sich begrenzt schon vorstellen. Aber ich persönlich glaube nicht, und es ist auch keine Zielrichtung von uns, sowas wirklich für, sage ich mal, Einfamilienhäuser zu entwickeln. Dafür ist dann doch zu aufwendig und wahrscheinlich auch perspektivisch zu teuer. Okay, vielen Dank. Das waren erstmal alle Fragen im Chat. Dann Professor Nagel, Sie haben eine Frage. Ja, bei den bisherigen Vorträgen haben wir gelernt, dass eigentlich die Technik zur Verfügung steht auf einem vernünftigen Preis, also zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien auf der einen Seite oder eben die Silizium-Photovoltaik-Dinge. Aber ein riesiges Problem darin besteht, die Skalierung hinzukriegen. Also auf einen Schlag sozusagen diese vielen Photovoltaikmodule erzeugen und im anderen Fall ähnlich. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich habe also gelernt, es gibt zwei verschiedene Elektrolyseure, die kann man wohl verwenden. Das sieht auch von dem Eindruck, den Frau Mechler gemacht hat, so aus, als wenn die schon relativ ausgereift sind. Oder jetzt bei Ihnen mit LOHC, wenn man jetzt an diese Maßstäbe rangeht mit 5 Gigawatt Wasserstoff und so weiter, kriegt man das hin mit der Skalierung, die Infrastruktur aufzubauen? Ja, vielleicht fange ich mal auf der Elektrolyseurseite wieder an. Also ja, die Technologie ist schon relativ weit, aber genau die Skalierung ist das Problem. Also bei der Elektrolyse zumindest ist die Skalierung ganz stark gekoppelt an den Preis. Also das hat man ja auch in einigen der Diagramme gesehen. Wenn wir da skalieren könnten oder in Zukunft können werden, dann wird voraussichtlich auch der Preis runtergehen, gerade auch bei den alkalischen Elektrolyseuren, weil da halt ganz viel der Preis durch den Zusammenbau quasi entsteht. Das heißt, das wird kommen, da wird dran gearbeitet, auch mit Diversifizierung, dass mehrere Unternehmen und halt nicht nur eins daran arbeiten. Also ich habe Beispiel ThyssenKrupp, die auf 5 Gigawatt hochgehen wollen. Aber wir sind da halt relativ langsam, weil das jetzt quasi erst richtig losgeht mit der Skalierung. Und ich sage mal, 5 Gigawatt wird noch machbar sein in den nächsten Jahren, aber wenn wir an die Hunderte bis 1000 Gigawatt denken, die wir weltweit brauchen, braucht das schon eine ganze Menge Anstrengung auch von verschiedenen Akteuren. Bei der PEM-Elektrolyse muss man vielleicht noch gucken, wie gut der Supply von den Edelmetallen dann tatsächlich ist, in den Mengen. Also im Prinzip ist das okay, aber in den Mengen pro Jahr oder so weiter. Ja. Mal schauen. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, auch in Bezug jetzt auf LOHC, aber auch generell. Also ich glaube, die Skalierung, das ist ja das, was in der Wasserstoffbranche alle umtreibt. Weil ich glaube, Pilot- und Mini-Anlagen haben wir jetzt über die letzten 10, 20 Jahre alle genug gebaut. Jetzt ist halt wirklich die Frage, wie schafft man es, dass Wasserstoff wirklich industriell einsetzbar ist, wenn in solchen Größenordnungen ist. Und ich glaube, da spielen drei Aspekte eine Rolle. Ich meine, das eine ist natürlich technologischer Art. Ich meine, kein Ingenieur macht irgendwie gerne Skalierungsfaktoren von größer 10 oder größer 20 in einem Schritt, dass man sagt, ich gehe jetzt von einer Laboranlage sofort auf
auf ein Industriewerk, sondern da muss man natürlich vernünftige Sprünge haben, weil auch wenn Technologien prinzipiell gut skalierbar sind, liegt der Teufel natürlich im Detail. Das ist sozusagen der eine Grund, gell? Dass man halt sagt, geht jetzt nicht von einem Schritt auf die Großanlage, sondern macht noch Zwischenschritte. Das zweite ist schon das Thema auch Infrastruktur, also dass man halt schon sieht, es geht ja nicht nur darum, irgendwo jetzt eine Anlage wohin zu stellen, sondern eben auch dieses Ökosystem zu schaffen aus, wo kommt der Wasserstoff her, wer transportiert ihn und wie, wer macht damit, wer sein Geschäft, da müssen sich auch neue Geschäftsmodelle erst bilden. Das ist natürlich schon was, wie gesagt, auch einen Vorteil von uns darstellt, dass natürlich wir eben auf bestehende Infrastrukturen zum gewissen Teil zurückgreifen können, weil wir schon sehen, auch Firmen, die zum Beispiel mit Kryowasserstoff und anderen Dingen planen, da sind die Beträge natürlich nochmal ganz andere, weil wenn ich von Spanien bis Deutschland eine Kryo-Wasserstoff-Infrastruktur aufbauen will, das ist wirklich sehr teuer dann. Genau, und der dritte Aspekt ist jetzt wirklich, glaube ich, eher so der ökonomische. Es würden ja alle gerne wirklich richtig große Anlagen bauen, aber es ist halt dieses bekannte Henne-Ei-Problem zu einem gewissen Maße, dass solange nicht die Abnehmer da sind und bereit sind, da fixe Lieferverträge über 20 Jahre abzuschließen, tun sich die Investoren auf Erzeugerseite halt auch schwer, entsprechend in große Projekte zu gehen. Und umgekehrt, solange aber der grüne Wasserstoff nicht in den großen Mengen da ist, tut sich auch jeder Anwender schwer, sage ich mal, seine Produktionsprozesse umzustellen. Das heißt, es ist so eine gewisse knifflige Situation, die man aber halt auch auflösen kann. Und das passiert ja auch durch entsprechend regulatorische Vorgaben, durch auch staatliche Unterstützung, durch Fördermittel, durch Kooperationen und so weiter. Aber das ist sicherlich knifflig, weil ich glaube, Technologien stehen bereit, Kapital steht auch ganz viel bereit. Aber wirklich den Schalter umlegen und zu sagen, jetzt geht es wirklich los, da hängt es noch an ein paar regulatorisch kooperativen Themen. Eine ganz kleine Frage noch dazu. Wenn man LOAC durch Pipeline schickt, braucht man zwei Leitungen. Ne? Einmal für gesättigt und einmal ungesättigt. Genau, also man muss auf irgendeine Art den Rücktransport organisieren, genau, das, was dann am besten mit zwei Pipelines funktionieren würde, ja. Ja, vielleicht noch kurz eine Ergänzung zu Ihren Punkten, Herr Teichmann. Also ich glaube, dass da auch eine gewisse Diskrepanz besteht zwischen den Herstellern und den Betreibern, weil das Herstellen ist die eine Sache, aber man braucht dann genau halt die Investoren oder auch diejenigen, die sich mit der Technologie dann auch auseinandersetzen wollen und mit der ganzen Safety-Geschichte und so weiter und dann halt entsprechend genau große Investitionen machen wollen, um sowas aufzubauen, weil also zumindest Siemens sagt von sich eher, wir stellen die Dinger her, wir verkaufen die gerne, aber wir betreiben jetzt nicht irgendwelche großen Parks damit. Ja, genau. Vielleicht noch ganz kurz dazu ergänzen. Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Und da ist halt auch, das ist eine ganz neue Markt ja auch für Grünwasserstoff. Den gibt es heute nicht und den gab es bisher auch nicht. Weil ich meine, das, was die bisherigen Gasefirmen machen, Linde und Air Liquide und andere, das ist ein ganz anderes Geschäft. Bei denen ging es ja immer darum, aus Erdgas Wasserstoff herzustellen und dann über relativ kurze Distanzen, maximal so 100, 150, 200 Kilometer zu distribuieren. Aber jetzt Grünwasserstoff, da geht es jetzt plötzlich eben um deutlich längere Entfernungen. Da geht es eben auch um Verknüpfung mit entsprechenden Herstellprozessen und erneuerbare Energieanlagen. Das heißt, diesen Markt gibt es heute nicht und dementsprechend gibt es auch keine Firmen, die da schon irgendwie fest positioniert wären, sondern sowohl die Stromkonzerne als auch die Mineralölfirmen, die tummeln sich da im Moment alle und es ist noch nicht ganz klar, wer dann letztendlich, Frau Mechle, wie Sie sagen, diese Rollen übernimmt, nämlich wirklich Anlagen zu betreiben, auch den Wasserstoff im Grunde, den zu besitzen temporär. Gell? Also muss ja jemand an der Quelle einkaufen und an den Kunden wieder verkaufen. Und wer diese Rollen spielt, das ist noch nicht ausgemacht. Da ist noch sehr viel Bewegung drin. Okay. Ich hatte mich eben schon mal gemeldet und deswegen grätsche ich jetzt einfach mal kurz rein. Nee, können Sie ruhig machen. Ich habe noch zu einer Frage zu der LOC-Technik, LOHC-Technik. Sie sagten eben, dass das nicht möglich wäre, dass in einem kleinen, Bereich zu skalieren für zum Beispiel Eigenheime oder ähnlich. Aber bei dem Konzept, was Sie verfolgt hatten mit der Tankstelle, wo das auch mit LOHC quasi in flüssig angeliefert werden sollte, interessiert mich insbesondere, wie groß ist da die Verlustwärme, die entsteht, wenn ich das wieder rückverwandle? Weil Sie hatten eben mal gesagt, dass Sie irgendwie 10 Kilowattstunden freisetzen, wenn Sie das in diese Trägerflüssigkeit reinbringen möchten, das Kilogramm Wasserstoff. Und wie sieht das dann rückwärts aus? Ja, das ist im Grunde wirklich genau die gleiche Energiemenge. Das sind im Grunde komplementäre chemische Prozesse. Natürlich, was schon richtig ist, und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt in Richtung wirklich sehr kleiner Anlagen,
umso kleiner die Anlage wird, umso größer sind natürlich meine parasitären Verluste, die sozusagen noch on top kommen. Ja, weil die Wärmeverluste, ja. Genau. Und ich sage mal so, technisch ist schon diese Hausanwendung auch absolut darstellbar. Und Sie haben recht, ich meine, ein paar der Anlagen, die wir die letzten 5 Jahre gebaut haben, das waren im Grunde von der Leistungsklasse her Anlagen, die in so einem Kontext auch funktioniert hätten. Mhm. Deswegen, meine Aussage hat sich eher so ein bisschen auch auf die wirtschaftliche Seite bezogen. Also ist das wirklich was, wo ein Geschäft draus entstehen kann? Oder was wird so eine Anlage perspektivisch kosten? Und wie gesagt, ich will auch gar nicht zu pessimistisch sein, weil sobald man weggeht, wir sind jetzt eine junge Firma, die Anlagenbau macht. Aber Anlagenbau zeichnet sich halt dadurch aus, dass man ja doch meistens bei jedem Projekt ein bisschen anderes Setting hat, immer projektspezifisch arbeitet. Sobald man das übersetzt in Richtung wirklich einer hochstandardisierten und modularisierten Massenfertigung, dann kann es schon wieder anders aussehen. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht unser eigenes Feld. Am ehesten, wie gesagt, sehen wir das noch im Zusammenhang mit eben diesen Hochtemperatur-Brennstoffzellen, wo es ja eben auch große Firmen auch in Deutschland gibt, die das eben gerade sehr stark versuchen zu industrialisieren. Aber das heißt ganz klar, die LOHC-Technik hat nur einen Nutzen, wenn ich beim quasi Verflüssigen des Wasserstoffs und der Rückgewinnung aus der Flüssigkeit beide Male auch Verwendung für die entstehende Wärme habe. Ja, ganz so krass kann man es nicht sagen, weil die Kosten der Wasserstoffbereitstellung, die setzen sich aus ganz vielen Dingen zusammen. Das fängt an mit, wo kommt der Wasserstoff her? Muss ich den vor Ort erzeugen? Und dann, wir hatten ja vorhin die Energiebedarfe von Elektrolyse gesehen. Wenn ich jetzt einen deutschen Strompreis ansetze, dann bin ich da schon ganz schnell bei 5 bis 10 Kilogramm oder sogar noch mehr, nur für den Strom, wenn ich direkt an der Tankstelle machen wollen würde. Jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir können aber dann eben aus der deutschen Nordsee das sehr günstigen Wasserstoff nehmen, dann ist das schon mal ein ganz wesentlicher Hebel. Der andere wesentliche Hebel ist natürlich eben auch die Transportkette, was da Tanks und Lagern kostet, was Transport kostet, ob was verloren geht, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil wenn man zum Beispiel in Richtung Kryowasserstoff denkt, habe ich ja auch immer ein Boil-off über die Zeit. Und dann ist sicherlich ein Thema eben auch die Wärmekosten. Aber das kann trotzdem extrem gut funktionieren. Nur es wird umso wirtschaftlicher, das ist natürlich richtig, umso besser meine sinnvolle Nutzbarkeit auch dieser Wärmen ist. Aber es ist nicht so schwarz-weiß im Sinne von dann geht's und dann geht's nicht, sondern es hilft einfach bei der Wirtschaftlichkeit. Ich hatte das schon richtig verstanden, dass Sie bei pro Kilo Wasserstoff 10 Kilowatt Wärme freisetzen beim Verflüssigen. Genau, also quasi das ist ein Drittel der Enthalpie Energiemenge dieser Hybrid- und D-Reaktion, genau. Okay. Nee, gut, interessant zu wissen. Danke. Gerne, ja. Ich denke, als nächstes ist Herr Brendel dran. Ja, guten Tag. Ich hätte noch eine Frage, die sich auch ein bisschen zu diesem Zwei-Pipeline-Problem bezieht, was Sie eben genannt haben. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Tankstelle mit LOHC beliefern möchte, muss man den LKW dann sauber machen, bevor man da Hydriertes drin hat und dann nicht mehr Hydriertes wegtransportiert? Weil das wäre ja unsinnig, wenn man einen LKW voll mit Hydriertem zur Tankstelle fahren lässt, der dann irgendwo woanders hinfahren muss zum Putzen und dann wieder das verbrauchte Zeug dann da abholen muss. Ja, nee, sehr gute Frage. Also zwischen dem Beladen und Entladen brauche ich keine Reinigung. Also das ist sozusagen absolut tolerant gegenüber Mengen. Man könnte sogar, wenn man so will, auch nur mit einem Tank speichern. Dann hätte man sozusagen einen Tank, der am Anfang komplett mit beladenem Material gefüllt ist und dann sozusagen sukzessive natürlich verschieden mit sich mischt mit entladenem. Aber das wäre jetzt für die Optimierung der chemischen Reaktion natürlich nicht optimal, weil da will man natürlich immer mit entweder vollbeladenem oder nicht beladenem arbeiten. Deswegen in der Praxis arbeitet man immer mit 2 Tanks, aber absolut muss da nicht aufgereinigt werden oder die Tanks nicht gereinigt werden. Was schon gereinigt werden muss, weil das auch oft kommt, die Frage, also ein LKW, der bisher Diesel oder Benzin transportiert hat, den muss ich natürlich schon reinigen, weil sonst habe ich natürlich da alle möglichen Benzinkomponenten drin, die ich nicht haben wollen würde. Und vielleicht noch ein Punkt, weil das auch oft gefragt wird. Also ja, man braucht immer diesen Rücktransport. Und das mag erstmal vielleicht irgendwie auch als Aufwand erscheinen, ist es aber eigentlich bei generell Betrachtung eigentlich in fast keinem der Settings. Weil wenn man mal schaut, wie es heute passiert, also ein Öltanker, der aus Saudi-Arabien Öl nach Hamburg liefert, der fährt leer zurück, beziehungsweise nicht mal leer, der muss im Grunde Ballastwasser in seine Tanks pumpen, damit er genügend Tiefgang hat, was auch zu so großen Umweltproblemen führt. Also da als Beispiel macht es eigentlich keinen Unterschied. Ein LKW, der eine Tankstelle beliefert, der liefert ja flüssiges Benzin und pendelt dann ja dampfförmiges Benzin zurück. Das ist ja der Grund, warum diese Benzintankstutzen noch so einen kleinen zweiten Kanal hat, weil der den Dampf hier absaugt. Das heißt, auch der fährt wieder zurück. Und so ist eigentlich in fast jedem Fall dieser Rücktransport oder dieser Rückweg sowieso da. Der einzige Unterschied, wenn man so will, ist eben, dass ein Tanklastwagen dann halt eben fast mit dem gleichen Gewicht zurückfährt, wie er hingefahren ist. Das ist sozusagen der kleine Unterschied. Das hat natürlich eine ganz kleine Auswirkung auf den Dieselverbrauch, aber das ist zu vernachlässigen. Und wie gesagt, in diesem Schiffsbeispiel sieht man, dass es im Grunde sogar hilft, dass sozusagen kein Ballastwasser benutzt werden muss. Alles klar, danke. Okay, ich habe noch ein paar Fragen im Chat bekommen, also genau genommen 3.
Zwei von denen richten sich an Herrn Dr. Teichmann. Ich glaube, die erste geht eher in die letzte geht eher in Richtung Frau Professor Mechler. Also erstmal die zwei Fragen an Herrn Dr. Teichmann, weil die zuerst kamen. Ich stelle die mal erstmal im allgemeinen Chat, damit Sie sie auch sehen können. Die erste Frage ist: Welche Energiedichte hat Ihr LOHC im Vergleich mit Benzin, wenn man die Wärme für die Dehydrierung aus dem Wasserstoff selbst generieren muss? Also zum Beispiel beim Einsatz in Schiffen als Treibstoff. Also die Speicherdichte in Energie oder in Kilowattstunden umgerechnet vom LOHC, das sind so ungefähr 2 Megawattstunden pro Tonne. Also das ist ungefähr, wenn man es jetzt rein energetisch sieht, ein Faktor 5 weniger als Benzin. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn man in der Brennstoffzelle entsprechend Wasserstoff höher verstromt oder mit einem höheren Wirkungsgrad verstromt, dann ist es noch so ein Faktor 3, sagen wir mal, den Benzin und Diesel da besser ist. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da muss man zum gewissen Grad damit leben, dass sozusagen zukünftige Energieträger da in allermeisten Fällen sozusagen nicht an Benzin und Diesel rankommen in der, sozusagen in der Energiedichte. Man muss es aber eben auch vergleichen. Also ich meine, jetzt bei Schiffen braucht man mit Batterien gar nicht anfangen, es sei denn, es ist so ein vielleicht Kurzstrecken-Fernbetrieb. Und auch wenn man, wie gesagt, in Richtung Druckwasserstoff guckt, dann ist man ungefähr da Faktor 5 nochmal schlechter. Jetzt zum Thema Wärmebereitstellung. Also jetzt geht es ein bisschen ins Detail, aber gerne. Und zwar, dass man wirklich da aus Wasserstoff verbrennt, um damit Wärme zu erzeugen, das ist eigentlich der ungünstigste Fall. Deswegen, was man hier macht, ist entweder eben in eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle zu gehen. Das ist das, was wir wirklich ganz konkret gerade umsetzen. Da gibt es mittlerweile einen ganz tollen Fortschritt über die letzten paar Jahre, was auch daran liegt, dass wirklich ein paar tolle Firmen wie Ceres Power oder auch Bosch zum Beispiel und Sunfire da sehr aktiv sind. Das heißt, mittlerweile gibt es wirklich Hochtemperatur-Brennstoffzellen, die verfügbar sind, die auch mittlerweile deutlich erschwinglicher sind. Und da kann ich eben eine Wärmekopplung ideal herstellen. Es gibt auch, das ist aber noch mit früherem Reifegrad, das sind Arbeiten von Herrn Wasserscheid, die Möglichkeit mit Hochtemperatur-PEMs das zu koppeln. Da muss dann aber entsprechend, sag ich mal, die Temperatur auch der Dehydrierung abgesenkt werden. Das sind aber auch sehr, sehr gute Fortschritte. Und dann gibt es das, was ich gerade mit Schaeffler gezeigt hatte, wo es wirklich nennt sich direkt LOHC-Brennstoffzelle, wo ich wirklich LOHCs direkt elektrochemisch umsetze. Das geht quasi so in Richtung von direkt Alkohol-Brennstoffzellen, die man ja auch kennt. Gell? Also wie zum Beispiel eine direkt Methanol-Brennstoffzelle, wo ich ja auch, sage ich mal, ein flüssiges Element habe, was ich dann entsprechend verstrome. Und das ist jetzt für die ganz großen Chemie- und Techniker, was auch noch eine Möglichkeit gibt, ist, dass man dieser Dehydrierung eine selektive Oxidierung nachschaltet und damit entsprechend die Wärme erzeugt, die man sozusagen für die Freisetzung braucht. Das lässt sich dann entsprechend auch wieder durch Hydrierung und durch Wasserstoff sozusagen wieder reversibel zurückwandeln zum unbeladenen LOHC und verlagert aber im Grunde diesen Wärmebedarf eben vom Schiff jetzt im Beispiel eben an die Quelle von Wasserstoff, also beispielsweise jetzt in Spanien, wo entsprechend natürlich dann die Energie deutlich günstiger ist. Also sprich, um es kurz zu machen, dieser Fall, dass ich wirklich Wasserstoff verbrenne, ist eigentlich... macht eigentlich in wenigsten Szenarien Sinn und ist auch bei uns nicht geplant. Hatten wir in ein paar frühen Demonstratoren durchaus mal verwirklicht, aber wird nicht weiterverfolgt. Okay, dann die nächste Frage ist quasi, klingt sehr ähnlich, aber ich glaube, die bezieht sich tatsächlich auf die physikalische Dichte. Also welche Dichte hat die dehydrierte Flüssigkeit, welche die hydrierte? Ja, da bewegen wir uns ungefähr so zwischen 0,8 und 0,9 für die beiden Stoffe. Also sprich etwas unter Wasser. Okay, das waren die beiden Fragen. Dann noch die letzte Frage. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, die könnte auch an Sie beide gerichtet sein, aber ich stelle sie einfach mal. Das alles klingt sehr optimistisch in Bezug auf die Wasserstoffverfügbarkeit. Daraus kann man folgen, dass E-Autos auf lange Sicht eine Zwischenlösung sind? Fragezeichen. Frau Mechler, wollen Sie mal anfangen? Ja, ich kann gerne mal anfangen. Ich glaube, dass es in Zukunft Paralleltechnologien sein werden. Die E-Autos sind gerade für Kurzstrecke, für Städtefahrten einfach effizienter. Man darf halt nicht vergessen, dass sowohl die Elektrolyse als dann auch die Rückverstromung mit der Brennstoffzelle letztendlich Verluste hat. Wenn man jetzt natürlich sagt, naja, wir haben ja ganz viel, quasi unendlich viel erneuerbare Energien und wir können damit quasi ganz bequem Wasserstoff herstellen, dann wären einem die Verluste vielleicht egal. Aber ich denke schon, dass das immer eine gewisse Parallelgeschichte sein wird. Und wie gesagt, gerade für Kurzstrecken
können da die E-Stromer einfach wahrscheinlich praktikabler sein. Also, und also lange Frist ist sowieso, also man wird halt, wenn man sich die Mengen anguckt, man wird irgendwo anfangen, wahrscheinlich in der Industrie, vielleicht in den Langstrecken, Fahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen, bevor das runterkommt auf den Haushalt in der breiten Masse. Also klar, Einzelfahrzeuge gibt es ja jetzt schon. Das wird sicherlich eine ganze Weile dauern. Ja, also ich kann ja nur voll zustimmen. Also ich bin auch überhaupt kein Fan von der Diskussion, die so in Richtung immer entweder das eine oder das andere geht. Ganz im Gegenteil. Also ich plädiere immer dafür, dass man dass das zukünftige Energiesystem wirklich ein komplexes Puzzle mit vielen Teilen ist und man da wirklich deswegen sehr differenziert argumentieren muss. Da, wo es möglich ist, sollte man immer elektrische Energie direkt elektrisch nutzen. Und deswegen machen auch in vielen Bereichen sicherlich Batterie-Elektrokonzepte Sinn. Es macht Sinn, dass man anderweitig Strom direkt einsetzt, Wärmepumpen, Wärmeerzeugung und so weiter. Also mitnichten ist das alles eine Anwendung für Wasserstoff. Gleichwohl, glaube ich, ist mittlerweile auch relativ klar, dass eben so eine All-Electric-Society nicht funktionieren kann, aus den verschiedensten Gründen. Zum einen Schwankungen der erneuerbaren Energien, die sich natürlich umso höher der Anteil der Erneuerbaren ist, umso stärker auch bemerkbar macht. Also wenn ich wirklich mal ein Energiesystem habe, was zu 100% erneuerbar ist, dann wäre es natürlich schon krass, diese Ausschläge mal zu sehen, wie halt entsprechend über Deutschland Wind weht und Sonne scheint. Das ist ein Argument. Das zweite Argument ist natürlich, dass entsprechend ja auch gar nicht die Flächen da sind und auch die Bereitschaft da ist, das alles in Deutschland zu machen. Und das dritte ist sicherlich auch, dass verschiedene Industrien halt gibt oder Industrien gerade, die halt eben auch gar nicht sich leicht elektrisch dekarbonisieren lassen. Also wenn ich jetzt eben beispielsweise ein Stahlwerk bin, dann hilft es zwar nicht, dass ich grünen Strom habe, sondern dann brauche ich eben heute in Form von Koks oder zukünftig dann eben in Form von Wasserstoff eben auch ein Reduktionsmittel für meine Oxide. Genau, und das vielleicht noch abschließend Richtung Mobilität. Also in Bezug auf den Pkw ist die Diskussion ja oft immer sehr emotional. Ich bin jetzt mehrere Jahre ja ein Wasserstofffahrzeug gefahren und bin da ein großer Fan, aber ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass das die alleinige Zukunft ist. In Bezug auf Nutzfahrzeuge bin ich da schon deutlich überzeugter, auch da nicht ausschließlich, aber wenn man wirklich mal Busse und LKWs anschaut, die wirklich lange Strecken zurücklegen müssen, dann stelle ich mir das mit reiner Batterieelektromobilität sehr schwierig vor. Ich stelle mir da immer vor, Sommerreiseverkehr irgendwie an der Autobahn, wenn plötzlich wirklich hunderte Fahrzeuge oder tausende pro Tag da irgendwie mit 100 kW laden wollen würden. Oder aber auch LKWs. Ich meine, wir sehen es heute, dass an Autobahnen nicht mal genügend Rastplätze für die LKWs da sind. Geschweige denn, dass da jeder LKW irgendwie 200 kW Schnellladung irgendwie ein Kabel hätte. Gell? Und deswegen glaube ich schon, dass das auch da eine Mischung sein wird, wo Wasserstoff natürlich den Vorteil hat, lange Reichweiten zu ermöglichen und schnell betankbar zu sein. Während natürlich der Gesamtwirkungsgrad wirklich bei rein elektrischer Nutzung immer höher ist. Und deswegen ist es auch anzustreben, da wo es geht, entsprechend rein elektrisch unterwegs zu sein. Okay, vielen Dank. Ich glaube, als nächstes nehmen wir noch den Herrn, die Frage von Herrn Peek und dann Peik, weiß ich jetzt nicht, Herrn Peik. Ja, Peik. In Zukunft werden ja sehr viele erneuerbare Energien zugebaut werden müssen und die ändern sich in ihrer Erzeugung. Das heißt, wenn man einen Überschuss hat, wird man tunlichst die Energie in Wasserstoff umwandeln. Das heißt, man braucht Elektrolyseure. Und die Frage geht dahin, inwiefern sind Elektrolyseure, große Elektrolyseure, schnell startfähig, schnell anfahr- und auch wieder abfahrbar, um mitzuhelfen, das Stromnetz zu stabilisieren, also im Bereich der Bereitstellung von Systemdienstleistungen. Erstens die Frage, können die schnell angefahren und runtergefahren werden? Und wie steht es um die Anzahl der möglichen Abfahrvorgänge? Ja, während der Lebensdauer? Ja, ist eine schöne Frage. Also man sagt immer traditionell, dass die PEM-Elektrolyseure flexibler wären als die alkalischen Elektrolyseure. Die alkalischen Hersteller selber dementieren das gerne. Also das wird sicherlich auch die Technologie und die Technologieentwicklung noch zeigen. Und es ist auch so, dass wenn man Elektrolyseure, sag ich mal, komplett aus und wieder anschaltet, das mögen die häufig auch nicht so gerne. Was man bei Elektrolyseuren üblicherweise berücksichtigt, das war auch irgendwo in den Folien, sehen Sie das, von 10-100%. Das heißt, die komplett auszuschalten ist meistens unglücklich, aber man kann sie ein ganzes Stück runterfahren, das heißt nicht auf null, sondern auf so eine Art Grundlast.
Und dann bei hohem Bedarf entsprechend relativ zügig, also innerhalb von, ich glaube, Minuten sind das, lassen Sie es eine halbe Stunde sein, wirklich wieder hochfahren. Also da sind die schon flexibel, nur komplett ausschalten und dann komplett wieder anschalten, das ist für die in den meisten Fällen nicht so günstig. Und da leidet dann tatsächlich auch die Lebensdauer. Die Anzahl der Zyklen weiß ich nicht genau. Man gibt die Standzeit von Elektrolyseuren üblicherweise in x-tausend Stunden an und da sind wir im Moment so bei 50.000 bis 60.000 Stunden und das soll natürlich nach Möglichkeit auch noch wachsen. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ja, danke, weil ich auf der Suche bin nach all den Möglichkeiten, um in Zukunft dann die Netze zu stabilisieren, was ja ein ganz großes Problem werden wird. Aber na gut, das ist dann nicht weitergehend heute das Thema. Danke. Ja, also ein Thema vielleicht noch, also es ist natürlich auch sinnvoll, dann so ein Elektrolyseur möglicherweise mit einer kleinen Batterie oder vielleicht sogar einer kapazitiven Möglichkeit zu koppeln, um halt so ganz kurze Sachen abzufedern. Das kann man natürlich auch immer machen. Okay, danke. Okay, dann Professor Nagel. Ach, Sie sind noch stumm geschaltet. Sie müssen Ihren Ton noch einschalten, Professor Nagel. Ich kann Sie... Okay. Also es wurde ja einiges gesagt zu der spannenden Frage, die emotional diskutiert wird, Stromtechnik oder Wasserstofftechnik. Da gibt es vielleicht nur noch ein Argument, dass man sich auch anguckt, dass es bestimmte Gegenden der Welt gibt, wo eine Infrastruktur für Strom vielleicht nicht ganz so leicht aufzubauen ist wie eine Infrastruktur für Wasserstoff. Also ich denke jetzt zum Beispiel Nordkanada oder Sibirien oder wie auch immer. Das heißt, wir kommen gar nicht rum, wenn wir solche dünn besiedelten Gegenden auch mitversorgen wollen, über die Alternativen uns Gedanken zu machen. Das war so die eine Bemerkung. Jetzt die Frage noch. Es gibt ja für Wasserstoff, habe ich gelesen, in Japan jetzt auch Anwendungen, dass die Hausheizung über die läuft, in dem Sinne, dass man Strom erzeugt und die Abwärme nutzt für die Hausheizung. Das könnte ja vielleicht nicht für ein einzelnes Haus, aber für so eine kleine Siedlung ein ganz interessantes Szenario sein, wo dann Wasserstoff vielleicht zum Zuge kommt. Alternativ natürlich mit der Wärmepumpe. Was können Sie dazu sagen? Genau, also das ist unter anderem auch die Firma Fissmann und ich glaube, Firma Weiland hat es, glaube ich, auch. Die haben jeweils an so Hochtemperatur-Brennstoffzellen eben auch gearbeitet gehabt oder haben das auch immer noch im Programm. Und genau, wie Sie richtig sagen, man hat halt dann halt Strom und Wärme, die ich bereitstelle. Die werden dann meistens auch wärmegeführt betrieben. Also sprich, die werden nicht irgendwie täglich an- und abgeschalten, sondern die werden dann über die Wintermonate im Grunde laufen die durch. Was schon so ein bisschen dazu führt, dass es meistens dann nur für größere Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser dann Sinn macht, weil man dann doch immer so eine Grundlast an halbes kW bis kW Strom hat, was man natürlich jetzt dann auch nicht ohne weiteres sonst verbraucht. Grundsätzlich spannend. Das Problem ist natürlich im Moment noch, dass das im Grunde natürlich noch keine Wasserstoffleitung und Verfügbarkeit da gibt. Deswegen haben die immer mit Erdgas im Grunde gearbeitet, also über einen vorgeschalteten Reformer. Aber deswegen macht es natürlich so richtig Sinn dann auch erst, wenn es entsprechend wirklich Reinwasserstoff wäre. Aber ich glaube, in so eine Richtung kann man für die Zukunft schon denken. Nur, dass wir natürlich kurzfristig, wo wirklich die Mengen ja auch an Grünwasserstoff sehr begrenzt sind, natürlich immer, man immer auch schaut, was ist denn die wertigste Anwendung. Und da ist schon so, dass so eine Industrieanwendung oder auch eine Mobilitätsanwendung wertiger ist, im Sinne von, da ist jemand bereit, deutlich mehr dafür zu zahlen, als wenn ich sozusagen hinten raus nur in Anführungszeichen Wärme mache, selbst wenn auch noch Strom mit anfällt. Mhm. Aber das wird sich natürlich über die Zeit verschieben, weil Wasserstoff günstiger wird und weil wenn das russische Erdgas und auch sonstiges Erdgas wegfällt, vielleicht auch Bedarf ist in größerem Maße. Insofern ist das sicherlich nur eine Momentaufnahme. Danke. Ja, vielleicht noch kurz ergänzend zu der Priorisierung. Ich glaube, die passiert nicht nur über die Ökonomie oder ist vielleicht auch ganz gut, wenn sie über die Ökonomie läuft. Aber es ist natürlich auch ein ökologischer Faktor. Man muss natürlich auch überlegen, wo kann ich am meisten CO2, am meisten Emissionen einsparen durch den Einsatz von grünem Wasserstoff, zumindest wenn man es mal aus der Klimaperspektive betrachtet. Wahrscheinlich regelt sich das dann auch über den Markt, aber zumindest teilweise.
Okay, ich habe noch zwei Fragen, die im Chat gestellt wurden. Ich poste die auch nochmal in den allgemeinen Chat. Welcher Unterschied besteht zwischen LOHC und Wasserstoffpaste vom Fraunhofer Institut? Und die zweite ist, wie giftig ist LOHC für die Umwelt? So, jetzt muss ich gestehen, dass ich leider die Wasserstoffpaste vom Fraunhofer Institut zwar schon mal davon gehört habe, aber jetzt nicht wirklich die Details kenne, um es vergleichen zu können. Vielleicht nur so viel, es gibt schon eine Reihe an, auch gerade in der Forschung, aber durchaus auch in kleineren Startups, verschiedene LOHC-Materialien, mit denen ich sozusagen arbeite. Manche versuchen auch sozusagen Stoffe zu finden, die exotherm Wasserstoff freisetzen. Da ist zum einen oft das Problem, wie gesagt, so ein bisschen die Sicherheit, was ich vorhin angesprochen hatte, weil natürlich sich so eine Reaktion dann auch schwerer bremsen lässt. Und meistens ist dann auch die Rezyklierbarkeit, also sprich aus dem entladenen Material dann wieder das Beladene zu bekommen. Das ist sozusagen bei diesen flüssigen LOHCs, wie wir jetzt machen, BT, sehr einfach. Aber da gibt es eben dann Stoffe, wo das deutlich komplexer ist. Deswegen kann ich jetzt nur vermuten, dass es irgendwie auch in so eine Richtung geht, aber ich weiß es leider nicht. Zum Thema Giftigkeit ist natürlich ein absolut richtiges und wichtiges Thema. Also man kann ja so dieses ganze Thema Sicherheitsaspekte so ein bisschen einteilen in das Thema Umwelt, sage ich mal Gesundheit für Menschen und das Thema Handhabung, Entzündlichkeiten, diese Dinge. Und da muss man wirklich auch mit allen möglichen anderen Kraftstoffen das differenziert betrachten. Wo es ein Riesenvorteil ist, ist das ganze Thema Entzündlichkeit, Lagerung, sowohl zu heutigen Kraftstoffen. Wir wissen alle, Benzin ist leicht entzündlich, aber auch in Richtung Ammoniak, Druckwasserstoff, Flüssigwasserstoff, all das hat natürlich eine ganz, ganz hohe Brandgefahr. In Bezug auf sag ich mal, Umweltgefährdung, da ist tatsächlich so, da geben sich eigentlich weder die heutigen Kraftstoffe noch Ammoniak noch LOHCs viel. Es sind schon im Grunde alle wassergefährdend, weil im Grunde so Aroma oder so Kohlenwasserstoffe, auch gerade aromatische Kohlenwasserstoffe, immer dann eine gewisse Wassergefährdung mit sich bringen. Und das dritte Thema wirklich so, sage ich mal, für die Gesundheit des Menschen, da, sage ich mal, ist es in der Einordnung wirklich als relativ unkompliziert zu sehen im Vergleich sowohl zu den heutigen Kraftstoffen. Ich meine, wir wissen alle, Karzinogenität beispielsweise bei Benzin, aber auch das Thema Ammoniak, was ja auch sehr stark heute diskutiert wird, wo es auch eine Reihe von Projekten und Anwendungen gibt. Aber Ammoniak ist natürlich, sage ich mal, im direkten Kontakt mit Menschen hochgradig gefährlich, hochgradig reizend, hochgradig giftig. Und das heißt, in dieser Gesamtschau ist wirklich LOHC vergleichsweise einfach zu handhaben. Aber, und das behaupten wir auch nicht, es ist natürlich trotzdem eine chemische Substanz mit einer gewissen Wassergefährdung. Das heißt, gerade das Thema, auch wie in heutiger Infrastruktur, dass ich doppelwandige Tanks habe, dass ich entsprechende Tankkupplungen habe, die sozusagen natürlich auch vermeiden, das ist alles sozusagen der Fall. Aber insofern bringt es auf jeden Fall nicht diese Gefährdungspotenziale mit sich, die heutige Kraftstoffe oder auch sowas wie Ammoniak im Grunde darstellen. Vielen Dank. Ich glaube, damit sind wir erstmal durch mit den Fragen. Wir sind ja auch schon über der Zeit. Also ich denke mal, haben Sie noch etwas abschließend zu sagen, Professor Nagel? Ja, herzlichen Dank. Das waren zwei sehr interessante Vorträge, die Sie uns präsentiert haben und auch sehr interessante Diskussion. Vielen Dank nochmal dafür. Wir haben jetzt in 4 Wochen einen Vortrag von Herrn Professor Leitner über Biofuels. Das ist ein Thema, was heute an ein paar Stellen angeklungen ist, aber doch wieder anders. Da geht es im Wesentlichen um die Versorgung mit chemischen Stoffen für die chemische Industrie durch Synthetisierung von Kohlenwasserstoffen auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch um die Frage, wie man gewisse Reste der Biologie nutzen kann zur Treibstoffherstellung. Nicht? Das ist also wieder am 4. Mai. Da hoffen wir, den einen oder anderen von Ihnen wiederzusehen. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und es war wieder ein sehr spannendes Thema. Und ich bin ganz gespannt, wie viele Leute sich das Video jetzt im Nachgang ansehen werden. Haben Sie nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und die gute Diskussion. Genau, vielen Dank. Ja, hat Spaß auch gemacht. Danke von meiner Seite aus. Ja. Noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Schönen Abend.